Ich bin Chris Müller. Ich bin Phil Schönberg. Ich bin Chris Sass und ihr schaltet heute Abend ein, die Couchmasters. Und wir fahren auf dem Nürburgring unser achtes Rennen in der GT3 GT4 Mixed-Klasse. Schaltet ein. Genau, seid dabei. www.couchmasters.de. Ein Ton. Ja, hi, servus, herzlich willkommen von meiner Seite.
Beim Chris sind noch so die ein oder anderen Tonprobleme am Start. Wir hoffen doch mal, dass er die gleich lösen kann und euch dann auch nochmal persönlich willkommen heißen kann. So, nichtsdestotrotz wünsche ich heute euch einen wunderschönen guten Abend an diesem schönen Sonntagabend hier. Wir fahren heute mit den Couchmasters auf der wunderschönen Rennstrecke des Nürburgrings mit einem richtig schönen Fahrerfeld und freue mich schon auf die Rennaction und bin gespannt, was uns heute das wunderschön große Fahrerfeld alles zu bieten hat. So, ich hoffe, dein Ton funktioniert wieder. Nee, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Und zwar, wir haben das freie Training jetzt beendet und starten jetzt auch direkt schon ins Qualifying. Wir haben auch die ein oder andere neue Lackierung am Start. Sei es denn vom William O'Connor in seiner wunderschönen Lackierung hier auf dem BMW M4 GT3 zu sehen. Daniel, ja, ich sehe etwas fertig aus. Ich bin etwas rot in meinem Gesicht. Ja, das hat die Sonne hat beste Mühe gegeben, mich heute etwas roter aussehen zu lassen. Wir waren heute, beziehungsweise nicht nur heute, sondern auch gestern mit den Couchmasters auf dem Pratzeltag in Speyer, hatten dort ein Simrig stehen und die Sonne war natürlich sehr, sehr stark. Nee, Chris, leider kann man dich noch nicht hören. Ja, die Sonnencreme, Chrissy, hatte ich tatsächlich drauf. Sogar die ganz gute. Hab mir da extra nochmal welche rausgesucht, die auch passt. Aber den ganzen Tag wirklich in der Sonne zu stehen, mit relativ wenig Schatten, das hat dann natürlich sein Übriges getan. Aber nichtsdestotrotz hat alles wunderbar geklappt. Es waren sehr viele Hände dabei, die geholfen haben. Da auch nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, die dabei waren und vor allen Dingen auch an diejenigen, die uns hier am Stand besucht hatten. Und jetzt starten wir auch schon in das Qualifying. Und die Fahrer fahren ihre ersten Runden. Aktuell sind noch keine gezeiteten Runden gefahren. Die Fahrer fahren jetzt die erste Inlap sozusagen, machen nochmal so ein paar Wave-Bewegungen, um die Reifen einfach aufzuwärmen, die Bremsen auf Temperatur zu bringen, dass die Reifendrücke steigen und somit dann die erste Runde auch wirklich gezählt werden kann. Hier sind wir jetzt auf Lennart Pfeil in der GT4-Klasse mit dem, Moment, da schalte ich doch mal mit drauf, mit dem Porsche. Die GT4-Klasse unterscheidet sich darin, dass sie einfach etwas langsamer ist wie die GT3. Optisch, man sieht es ein wenig, es ist weniger aerodynamische Hilfsmittel verbaut. Der Spoiler ist kleiner, manche Diffusoren mögen da auch fehlen. Und Chicken Power Girl, vielen Dank für dein Abo auf 4 Monate. Richtig klasse, das freut mich natürlich, dass du auch weiterhin dabei bist. Auch nochmal an alle ein recht herzliches Willkommen hier heute Abend. Auch herzlich willkommen, Dynamite. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschalten habt. So, dann schalten wir mal um. Oh. Wir sind jetzt zu sehen auf dem Manuel Güntner vom Team Bavaria in dem wunderschönen BMW. Auch hier eine einzigartige Lackierung. So, und wie ich sehe in meinem Zeittableau, oh, Nils Wiesel, vielen Dank für dein Abo mit Prime. Herzlich willkommen, guten Abend, schön, dass auch du dabei bist. Kann man mich zufälligerweise jetzt hören? Nee, ich komme... Jawohl, jetzt kann man dich hören. Ah, ein Traum, ein wunderbarer Traum, es hat sich mal wieder alles verstellt. Aber wir waren ja noch an einem anderen Drehort. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nur meinen Mund bewegen hören, aber schön, dass ich da bin, bla bla bla.
Peter euch gerne ja noch erzählt, was wir gemacht haben und was für ein tolles Video ihr gesehen habt. Also, wir waren beim Pratzeltag. Der Phil ganze 2 Tage, ich war am Samstag in einem anderen Projekt unterwegs. Der Phil hat sich also der Sonne ausgesetzt die ganze Zeit. Und mal jetzt noch von mir ein fettes Dankeschön an den Phil, der unseren Stand bei den Couchmasters... okay, keiner hört mich. Doch, also im Stream bist du definitiv zu hören, da okay, höre ich schön. Auch dich. Jetzt haben wir natürlich die Verwirrung komplett, so muss es sein. Sonntagabend natürlich alles ein bisschen auf dem letzten Drücker. Und jetzt fehlt uns auch noch der Phil. Da ist er jetzt wieder. So. Na super. Also, dann erzähl du mal weiter, Phil, bis ich mich hier wieder technisch eingegroovt habe. Und dann machen wir natürlich weiter. Wir sind in Qualifikation, wir haben jetzt noch genau 15 Minuten. Genau, wir haben jetzt noch 15 Minuten von unserer Qualifikation, beziehungsweise nicht von unserer, sondern von der Qualifikation von den Fahrerinnen und Fahrern. Und jetzt schauen wir mal aufs Zeitentableau. Aktuell auf Platz 1 befindet sich Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede mit einer Zeit von 1:55.435. Also hier direkt mal wieder ein schönes Brett gleich hingelegt. Verfolgt aber mit nur 0,627 Sekunden Abstand von Jan-Philipp Nürnberger im wunderschönen Audi R8. Und auf Platz 3 mit einer 1,56,482 Robin Dietzler vom Team Kolbenschmiede eSports. So. Scheinbar sind wir jetzt schon auf dem richtigen Weg mit der Technik. Einmal aus der Ferne, einmal bei ihm zu Hause, aber gemeinsam sind wir stark. Genau, weil wie gesagt, ihr habt mich ja jetzt gehört. Aber wir waren heute auf jeden Fall zu sehen. Ich freue mich auch drauf, denn für mich ist der Nürburgring nicht nur irgendeine GT3-Strecke, sondern die hat schon wirklich richtig viel Potenzial. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine zwar meiner nicht... von der Zeiten her gesehen besten Strecke, aber doch meine geliebteste Strecke. So, also ich bin jetzt völlig verwirrt. Phil, hörst du mich oder hörst du mich nicht? Nee, er hört mich nicht. Ich höre dich über den Stream, aber das sollte auch erstmal reichen. Naja gut, zeitverzögert ist nicht optimal. Also wie gesagt, wir waren ja jetzt auf dem Pratzeltag in Speyer und da hatten wir ja einen Stand 2 Tage lang, Freitag schon aufgebaut. Da wollte ich mich jetzt einfach nochmal namentlich bedanken beim Phil, weil der hat ja wirklich viel, viel gerobbt. Genauso wie beim Daniel Albrecht, der hier auch gerade schreibt. Vielen Dank, weil du warst ja den Samstag für mich eingesprungen, weil ich nicht da war. Und dann natürlich auch noch an den Christian Löbert, der uns sein ganzes Simrig für den Stand zur Verfügung gestellt hat. Und dann auch nochmal an der Stelle, wie gesagt, an den Alfred Krause, der mir ja auch geholfen hat im Aufbau und Abbau mit meinem Schwiegervater. Sonst wäre das nicht so reibungslos und so toll geklappt, der da auch mit Einsatz hatte. Und natürlich auch die Dina, die dabei war und mir da geholfen hat und durfte auf den Darth Racer nach Hause fahren. Und dann sind wir hier angekommen, haben aufgebaut und gleich losgelegt im Stream, also beziehungsweise die Sachen sind noch im Auto. Von daher natürlich für uns jetzt eine ganz schwierige Sache gewesen, wenn das nicht ganz funktioniert. Aber jetzt gucken wir gleich nochmal, dass wir das hinkriegen, dass der Phil auch mich hört, weil es ist ja wichtig, dass wir uns unterhalten können. Und ich übergebe jetzt einfach nochmal an die Rennleitung, beziehungsweise an den Phil, weil der da dran sitzt. Also Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede immer noch der Schnellste. So, Phil, du hast das Wort. Vielen Dank. Das Dank liegt natürlich auch ganz auf meiner Seite, dass du mir das Vertrauen gegeben hast, gerade deinen heißgeliebten Darth Racer hier zu betreuen. Einen Samstag komplett sein heißgeliebtes Motorrad, was im Winter auch im Technikmuseum in Sinsheim zu sehen ist, was dort auch ausgestellt wird. Speyer. Es ist schon ein... heiß geliebtes Stück. Muss ich nochmal verbessern, es ist Speyer. So, aber ja, das Wochenende war mega geil. Auch von mir aus an den Daniel Albrecht ein herzliches Dankeschön, der mit mir am Samstag zusammen den Stand der Couchmasters und von SAS Motorblog gerockt hat. Und heute der Chris Löbert, der dabei war. Der Tim war auch noch zu Besuch. Die Dina durfte natürlich auch nicht fehlen. Und der Schwieger...
wunderbar, dass er auch dabei war, denn ohne seine Hilfe wären wir definitiv nicht so zügig auch beim Abbau gewesen. So, jetzt zurück zum Renngeschehen. Phil, hörst du mich jetzt? Letzte Rundenzeit von 1,55, 2,12. Verfolgt vom Robin Dietzler, 1,55, 8,55. Also hier 0,64 Sekunden Abstand. So. Auf Platz 3, Jan Philipp Nürnberger mit 1,56,025. Das sind lediglich zum Führenden 0,813 Sekunden Rückstand. Also hier verspricht allein schon das aktuelle Podium im Qualifying ein sehr, sehr heißes Renngeschehen. Bei den GT4s ist es nicht, ich möchte es jetzt mal sagen, unspannender. Denn der Jonas Baumann vom Team 5 Stripes führt die GT4-Klasse an mit einer Rundenzeit von 2 Minuten 5,630. Verfolgt vom Lennart Pfeil im wunderschönen Porsche vom Team Sack of Rice mit einer Rundenzeit von 2 Minuten 5,827. Auf Platz 3 aktuell ist David Winneck mit einer Rundenzeit von 2 Minuten 6,005. Also alles hier innerhalb von einer Sekunde. Das verspricht auf jeden Fall definitive Rennaction. So, wenn der Film mich mal hört, ich würde dich mal kurz beenden und gleich nochmal anrufen und damit müsste es dann funktionieren. Das, Moment, da mache ich gleich mal. So, also wie gesagt, wir kämpfen nochmal ganz schnell mit der Technik. Ah, schau mal. Marie und Sebastian, Mary, Entschuldigung, und Sebastian, hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wie versprochen auch dabei seid. So, und jetzt gucken wir mal gleich, ob wir den Phil wieder kriegen. Und wie gesagt, auch mal ein neues Auto hier am Start, sehen wir den Wagen von Thorsten Borchardt von 5 Stripes, also ist hier auch gar. Und jetzt warten wir mal gleich ab. So. So, Phil, hörst du mich? Okay, er hört mich wohl nicht. Nee, über Discord höre ich dich nach wie vor nicht. Gegangen werden. Phil, warte mal, hörst du mich? Ja, wenn der Chris da noch geschwärmt hat, war natürlich eine große Ehre, dem Ganzen hier mit ein Teil zu sein. Und genau wie es der Sim-Chris schreibt, Chris Löbert, dem Chris Sass, sein Bike ist echt eine Höllenmaschine. Ja, wir haben ja genau. Und auch vielen Dank, FunGun87, Mary und Sebastian. Herzlich willkommen. Wir hatten uns heute Mittag noch auf dem Pratzeltag gesehen und jetzt hier im Stream, wie versprochen. So, keine Ahnung, aber wie gesagt, Phil hört mich nicht. Wir probieren das gleich nochmal, dass wir das alles hinbekommen. Heute ein bisschen der Wurm drin. Zeigt mal wieder, alles auf dem letzten Drücker macht natürlich die Geschichte immer ein bisschen schwierig. So.
Zurück zum Renngeschehen. An Phil, der Spitze. Phil, du hast gar nicht. Bist du, hörst du mich? Viel getan. Phil, hörst du mich? Nee, er hört mich nicht. Über den Stream. Es ist schwierig, nicht direkt kommunizieren zu können, weil wir einfach nicht wissen, wann wir sprechen können. Also wie gesagt, ich arbeite hier noch ein bisschen an der Technik. Keine Ahnung, warum es nicht klappt. Ja. So, aber wir haben ja noch 5 Minuten 30 im Qualifying. Ja, also wir nehmen mal die Bestzeit momentan vom Tim Steinbrecher, gerade aktuell in der GT4 unterwegs. Und da schauen wir uns auch gleich mal die richtige Position an. So, beziehungsweise die Bestzeit, die er hat. Genau, also beim Tim Steinbrecher, kann aber nicht ganz genau, ist in der erste der GT4. So, jetzt ist er noch mal kurz weg, der Phil. Tim Steinbrecher aktuell mit 2 Minuten und 5,572 auf Platz 19, also er führt hier die GT4-Klasse an. GT4 ein bisschen leistungsgeringere Fahrzeuge, als wir sie kennen. Und ja, von daher ist es ein bisschen, was heißt, wo wir sie kennen, auf der Straße, sind es natürlich keine Autos mehr, die man so vergleichen kann. Und ja, auf dem zweiten Platz haben wir den Jonas Baumann von Five Stripes. Hier der Teamkollege von Borchardt, ebenfalls auch an der Lackierung zu erkennen. Hier die 5-7, ich hoffe, die passt auch diesmal. Wir haben ja auch ein bisschen nachgeschaut. Ja, super, danke fürs Follow. Vom Marvin haben wir das, genau. Schön, Marvin. Schön. Danke, Marvin 91 fürs Folgen. Vielen Dank für dein Follow. Wow. Und auch nochmal Lugi, danke. Lugi Bogner, vielen Dank. Danke, Logi Burgner, fürs Folgen. So, jetzt haben wir natürlich den Phil ganz weg. Kannst du mich hören? Ich höre dich, Phil. Ich hoffe, du könntest mich hören. Nein, dein Mikro wird scheinbar von Discord nicht erkannt. Ja, ich bin auch schon in der Einstellung, aber es funktioniert hier nicht. Ausgabegerät, probieren wir es nochmal. Ob du mich jetzt hören kannst? Hörst du mich? Nee, wenn, dann musst du ja das Eingabe. Ja, ja, schon ändern. Klar, schon klar, aber da will er nicht. Es ist das HyperX, nimmt es aber nicht an. Ja, ist natürlich suboptimal, wenn wir uns nicht ganz unterhalten können, wenn es ein bisschen verschoben ist. Wir haben noch 2 Minuten 11 Sekunden. Tja, ich hoffe, du kannst mich hören jetzt. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. So, dann machen wir nochmal einen Test. Also ich höre dich. Aber ich dich nicht. Oh nein, das ist so schwierig. Ja, Leute, was soll ich sagen, ist heute ein bisschen der Wurm drin. Wir versuchen das immer ein bisschen jetzt quer, aber es ist natürlich schwer, weil der Phil mich nicht hören kann und erst Zeit versetzt. Das bedeutet,
es wird jetzt nicht so eine klare Kommunikation geben können heute. Wir versuchen es trotzdem mal hier alles ein bisschen zu machen und er hört zu. Ich kann ihm das natürlich dann auch nur ein bisschen mitmachen. Genau, ich glaube einfach, Phil, aber wir hören dich ja, genau, dann brauchen wir dich eigentlich, glaube ich, nur nochmal auf dem Ohr neu. Der Daniel hat eine interessante Idee. Ja, so habe ich dann natürlich gar keinen Ton. So. Also aktuell Philipp Adler mit 1,55212, momentan auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir den Jan-Philipp Nürnberger. Hier ist er im Bild vom Team King Racing. Er auch wieder mit am Start hier mit der Startnummer 420 im Audi R8. Fährt er mit 1,55810 quasi auf 2. So. Jetzt die Frage. Phil, dann müsstest du mich so hören, aber wir brauchen dich ja trotzdem noch in Discord, weil sonst haben wir kein Bild von dir. So. Auf Platz 3 haben wir aktuell den Robin Dietzler. Jetzt habe ich Discord an. Man sollte mich im Stream auch hören. Ja, also wir hören dich, aber du müsstest mich hören. Das wäre der entscheidende Teil. Sonst weißt du nicht, wann ich was sage und wann du was sagst. Deswegen nehm mal das Handy ab. Ich habe jetzt Multi umgesteckt, also... Ja gut, also ich hoffe, du hörst mich jetzt in Echtzeit. Aber du musst mich ein bisschen leiser machen, weil ich höre mich doppelt auf dem Ohr. Leute, sorry, es tut mir leid, wir kämpfen heute mit der Technik. Keiner weiß, warum mein Mikrofon nicht erkannt wird von Discord. Ich habe es jetzt mehrfach hoch und runter gefahren. Wir schauen mal jetzt auf jeden Fall, dass wir den Phil wieder als Bild reinkriegen. Und keine Ahnung, was heute läuft. Es ärgert mich schon wieder ein bisschen, aber da kann man nichts dafür. Technik ärgert einem immer. So, und jetzt holen wir mal den Phil wieder dazu. Genau, Bild sollte dann eigentlich auch funktionieren. Ganz wenn genau. Das alles so. So, jetzt haben wir Philipp Adler mit 1,55181. Schnellste Rennrunde in der letzten Sekunde, wenn man so will. Fährt er hier jetzt nochmal auf Platz 1. Schauen wir uns nochmal an. Hier, da ist er, der Polesetter vom Team Kolbenschmiede. Hier ist er unterwegs. Jawohl, der zweite Wagen fährt ein bisschen geradeaus. Also hier, Glückwunsch, Pole Position heute vom Rennen der Klasse GT3. Dann schauen wir nochmal an die Pole Position. Und da wurde es nämlich auch ganz eng. Und zwar ist das der der Lennart Pfeil im Porsche GT4 holt sich hiermit die schnellste Zeit mit 2 Minuten 4,945 auf der GT4. So, wir sind jetzt gleich soweit. Im Rennen geht's dann los. Jawohl. Tim ja. Auch da. Servus. Servus, Doris. Herzlich Hallo. Willkommen auch Hallo. Von meiner Seite. Hallo Mama. Und schön, dass sie genau. dich grüßt, aber mich nicht, ne? Hallo Mama, schön, dass du und Phil grüßt und mich nicht. Ja, das sagt ja einiges. Das siehst du mal, ne? Genau, also 4 Minuten und 49 Sekunden. Dann geht's ins achte Rennen der GT3, GT4-Klasse. Wir haben uns jetzt ein bisschen beholfen, dass das ein bisschen mehr funktioniert. Aber wie gesagt, Technik natürlich nochmal auf dem letzten Drücker. Wir starten gleich los. Und sind gespannt, also wir waren auf dem Pratzeltag, da wie gesagt nochmal für die, die eingeschaltet haben, vielen Dank an den Daniel Albrecht, der da den Samstag den ganzen Tag in der Sonne rumgestanden hat, dann auch noch an den Christian Löbert, der heute auch den ganzen Tag dabei war, der uns das ganze Wochenende seinen Simrig zur Verfügung gestellt hat und natürlich an den Phil, der die ganzen 2 Tage da war und den ganzen Laden gerockt hat, mehr oder weniger, und Werbung gemacht hat. Und natürlich auch an den Alfred Krause, meinem Schwiegervater, der hat nämlich auch ordentlich geholfen aufbauen und abbauen. Ohne den wäre das gar nicht so gewesen. Und wir waren vor ein paar Stunden mehr oder weniger noch am Pratzeltag auf einem Stand, haben zusammengebaut, alles in die Autos geschmissen, heimgefahren, zack, hier alles angeschmissen. Aber wie man sieht, hat es nicht ganz funktioniert. Ein bisschen ohne Ton, warum auch immer. Aber jetzt haben wir es am Ende hinbekommen und irgendwie funktioniert es. Wichtig ist, dass wir gleich ins Rennen starten. Phil, du bist ja auch aktiver Fahrer und da ist ja jetzt auch die Sache, was machen wir jetzt nochmal so kurz vorm Start?
Was passiert da? Dann nochmal kurz, hallo nochmal hier auch an die Fankurve, an den Höverlin. Da werden wir ja natürlich auch mal oft hinschalten. So, Phil, was macht man jetzt nochmal so kurz vom Rennen als Fahrer? So, also jetzt hier nochmal in den letzten 3 Minuten und 16 Sekunden gibt es jetzt nochmal die Möglichkeiten für die Fahrer, vielleicht noch ein paar Reifendrücke einzustellen, nochmal seine Boxenstrategie vielleicht zu überdenken, ob das wirklich so richtig ist oder ob man vielleicht einen Under- oder Overcut macht. Dementsprechend muss natürlich auch die Einstellung mit dem Sprit, was am Anfang im Tank ist, nochmal bearbeitet werden. Ansonsten kann es wirklich ganz weite und breite Ausmaße haben. So manch einer geht nochmal ein wichtiges Geschäft erledigen, um eben nicht zu viel Gewicht mit im Simrig zu tragen. Denn wir wissen, Gewicht bringt eine langsamere Zeit, auch beim Simracing. Von daher erleichtern, wunderbar. Der andere zieht sich jetzt nochmal die Handschuhe aus oder andere Schuhe an. Kann alles möglich sein. Also da ist jeder Fahrer so ein bisschen für sich. Ich habe auch schon mal gehört, es gibt noch einen Fahrer, der ein sogenanntes Hyper-Meditationsprogramm einlegt. Er meditiert dann scheinbar nochmal vor dem Rennen. Also es gibt hier wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum, was die Fahrerinnen und Fahrer hier nochmal vor dem Stream machen. Und auf Daniels Frage zurückzukommen, ob GT3 und GT4 versetzt starten. Nein, die starten alle zusammen in das Rennen, auch in die Formation Lab und dann auch in die erste Rennrunde. Es wird alles komplett gestartet im rollenden Start. Genau, ich habe früher immer fliegenden Start gesagt und mal schöne Grüße da mal an den Marco Kolb, der ja am Anfang immer geholfen hat. Er sagt ja, die fliegen ja nicht, die fahren, die rollen. Also ein rollender Start, nicht stehend, also nicht die Ampel so wie jetzt hier rot und dann grün und dann fährt los, sondern man kommt in der Bewegung. Und auch hier bei der Simulation Assetto Corsa müssen die Rennfahrer die Fahrzeuge selbstständig in der Formation halten. Also von daher ist auch eine wichtige Sache, dass das Ganze funktioniert. So ein Start muss man auch selbst dann wieder gucken, wo bin ich, wo muss ich mich einordnen. Von den Liveries, von den Lackierungen der Fahrzeuge sehe ich, sind wir wieder mit einer Special-Lackierung unterwegs vom Dieter Brecht. Ich hoffe, dass man da ist er nämlich. Mit dem Hello Kitty. Und zwar macht er das für seine Töchter und vom Bodensee Racing, also eine sehr schöne Lackierung, Hello Kitty Lackierung für seine Töchter, der Dieter Brecht. Ich hoffe, das ist auch so noch gewollt, wie vom letzten Rennen hat er es ja schon mal gehabt, aber cool, dass er auch wieder mit dabei ist. Ja, und dann weiß ich ja auch eben gerade, die Höverlin-Fankurve hat sich eingeschaltet, da sehen wir ihn ja, den Nico, da steht er hinten dran von Briscavi und er natürlich auch mit einem schönen großen Couchmaster-Logos hinten drauf. Und ja, also eine ganz, ganz tolle Sache hier. Die Fahrer können ja die Designs bzw. die Autos aussehen selber bestimmen. So, jetzt schauen wir mal langsam, wie es aussieht. Wir müssten nämlich jetzt in 10 Sekunden genau, wird sich das Feld in Bewegung setzen. Die Polezeit hatte gefahren der Philipp Adler vom Team Kolben Schmiede. Und da steht er auch schon und er wird natürlich verfolgt, ja, mehr oder weniger gleich auf Platz 2. Sein, ja, oder beziehungsweise auch ein Fahrer, der Jan-Philipp Nürnberger, der schon oft dabei war, auf Platz 2, setzt sich jetzt auch in Bewegung. Und auf Platz 3 haben wir den Robin Dietzler, ebenfalls vom Kolben Schmiede eSports. Also hier ist dann mehr oder weniger der Jan-Philipp eingekesselt von dem Top-Team Kolben Schmiede, die ja für viele Siege hier schon gesorgt haben, Phil. Das ist wahr, ne? Ja, also Kolben Schmiede ist ein Team für sich, aber welches Team ich auch persönlich nicht zu unterschätzen finde und eins meiner Lieblingsnamen trägt, muss ich wirklich dazu sagen, ist das Team Sack of Rice. Ja, ist natürlich ein sehr witziger Name. Natürlich die Wichtigkeit nochmal zu unterstreichen, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass man sich vielleicht nicht immer selbst zu ernst nehmen soll. Also von daher ist das schon eine ganz spannende Sache. Ich möchte nochmal ganz kurz hier in das Starterfeld, da ist es nämlich Sack of Rice, schön auf der Tür, habt ihr das eben gesehen, das Logo, wie es hier fährt. Und auch hier, das ist nämlich der Lennart Pfeil, der hat die Pole Position in der Klasse GT4, also etwas leistungsschwächer, die Fahrzeuge und weniger Anbauteile als die GT3. Der Jonas Baumann hier von Five Stripes ist quasi hier mit auf dem zweiten Platz in der GT
und 4. Und der Tim Steinbrecher, der war ja heute auch bei uns am Pratzeltag. Er schon wieder auch im Cockpit hier im Porsche mit der Nummer 3. Er ja eigentlich unterwegs für SAS Motorblog eSports. Aber da hat es wahrscheinlich noch nicht ganz funktioniert mit dem Fahren. Dann haben wir den David. Ihr kennt ihn ja alle, unser ja, Organisator, der Verantwortliche für den PC-Bereich bei den Couchmasters. Und da ist er ja auch richtig top unterwegs. Bei anderen Rennen bei GT3 ist er im Live-Stewarding, das heißt, er macht das auch. Und hier momentan auf einem sehr, sehr guten und vierten Platz in der GT4. Thorsten Borchardt auch unterwegs im GT4 und er fährt mit dem ersten ja, Chevy, den ich sehe in der Saison hier bei uns im Auto. Ist ein neues Auto, fährt das erste Mal bei den Couchmasters dieses Auto mit. Also von daher freue ich mich auch schon mal zu sehen, wo das Fahrzeug später landen wird. Auch sowieso Thorsten Borchardt hat ja auch schon gezeigt, dass er gut fahren kann. Ganz genau. Ich finde es auch schön, dass er in der GT4-Klasse startet. Denn bei der reinen GT3-Serie ist er ja auch richtig, richtig stark vertreten. Kung Lee, herzlich willkommen Kung Lee, an dich. Hi, schön. Vielen Dank für die 34 Cheers und nicht nur Kung Lee für die Cheers, sondern auch dem Daniel, dem Chicken Power. Vielen Dank auch für dein Cheer. Und HQTH, Headquarter Time Hunter Sim Racing, allen ein gutes Rennen. Dem Wunsch kann ich natürlich nur gleichkommen, auch von meiner Seite auch, denke ich, von Chris seiner Seite aus wünschen wir allen Fahrern heute ein richtig, richtig spannendes und faires Rennen hier auf einer für mich Traditionsrennstrecke. Genau, und jetzt wird's heiß. Jetzt geht's auf die Start- und Ziellinie, beziehungsweise auf die Startlinie. Die Fahrzeuge jetzt in die Formation. Wir sehen den grau-schwarzen BMW von Philipp Adler. Direkt nebendran ist der Jan-Philipp Nürnberger. Jetzt geht es hier auf die Startgerade. Wir sind im Moment gespannt, dann wird's uns angezeigt. Grün, also die Fahrzeuge hier jetzt auf der Position. Philipp Adler schon mal ein bisschen nach vorne. Jetzt schließen alle zusammen auf. Und das Rennen ist gestartet. Wir sehen die Flagge. Philipp Adler setzt sich da schon mal ein bisschen nach vorne. Aber der Jan-Philipp einen richtig guten Start gehabt. Außenrum gibt der Gas und kommt nach. Also das schauen wir uns nochmal an. Wer ist jetzt später auf der Bremse? Jan-Philipp ganz gut und macht die Tür zu. Lässt er den Platz. Da gibt es die Kollision zwischen den beiden. Unglaublich. Beide nebeneinander. Lassen sich aber noch genug Luft zum Arbeiten. Und dann sehe ich auch noch, da müsste der Jonas Rode durchschlüpfen und wird aktuell auf dem dritten Platz geführt. Also, Zack of Rice, Jonas Rode drückt sich da nochmal durch. Das ist der orange-wagene Farben, den wir da sehen. Also hier, da ist er, Jonas Rode, SOR Racing, Zack of Rice, wie wir es gesagt haben, macht hier den dritten Platz gut und verdrängt den Robin Dietzler auf den vierten Platz. Aber, liebe Leute, das Rennen ist noch nicht ganz vorbei. Auch, wie sieht's aus, an GT4, Jonas Bauer ist vorbeigekommen und der kriegt mächtig Druck vom Tim Steinbrecher, der schon aktuell auf der 2 ist. Also hier nochmal kurz der Start der GT4, da sehen wir das hier. Ist der führende Jonas Bauer hier, 5 Stripes, und wird verfolgt vom Tim Steinbrecher vom SAS Motorblog eSports. Noch nicht in der Lackierung, wird aber bald kommen. Haben wir von unserem Designer hier, dem Daniel Albrecht, hat er ja gerade geschrieben, macht er uns auch noch. Also hier sehen wir die ersten drei und der David auf Platz 3 hier in der GT4. Also absolut spannend, hier was schon geboten wird. Jan Philipp hat sich an die Spitze gefahren. Phil, dein Namensvetter. Nee. Doch, auch. Beide Philips. Ja, beide Philips gelten als meine Namensvetter, finde ich natürlich sehr sympathisch. Ja. Philipp an der Spitze, ja. Philipp an der Spitze, so, welcher der drei? nein, Jan-Philipp Nürnberger hier im Audi R8 zu sehen, hat einen richtig, richtig schönen Start hingelegt, konnte an Philipp Adler wunderschön vorbei sich, ja, fahren, drücken, wie auch immer. Aber schau mal, was der für einen Druck macht, Phil, der Jan-Philipp, wie der wirklich wegfährt, ne? Auch vom, ja, vom Philipp Adler. Und der Philipp Adler ist ja echt kein langsamer Fahrer. Könnte der mehr Sprit haben oder warum ist auch schon Jonas Rode am Heck vom Philipp Adler? Ich könnte mir vorstellen, dass der Philipp Adler hier wieder eine ja, ganz krasse Boxenstrategie wählt. Rein vermuten würde ich einen Splash and Dash, dass er wirklich keine Reifen wechselt, sondern nur nachtankt und das in den letzten Runden. Da haben wir ihn ja schon mal gesehen bei so Aktionen, die kann er beherrschen und das kann er sogar verdammt gut.
Also da dürfen wir wahrscheinlich noch relativ viel erwarten. Auch allgemein mit den Boxenstrategien ist hier auf dem Nürburgring natürlich sehr, sehr viel möglich. Genau, der Daniel schreibt es auch gerade schon in den Chat, wahrscheinlich mit vollem Tank unterwegs. Das könnte ich mir natürlich auch gut vorstellen. Ja, Robin Dietzler momentan auch auf dem vierten Platz. Und dann freut mich auch Florian Hölz schon auf Platz 5. Ich denke, da geht auch mehr. Bin ich ein bisschen beruhigt, weil in letzter Zeit einfach viel Pech gehabt. Und der Florian ist ja auch ein Fahrer, der da vorne mitfahren sollte. Das kann er auch. Also ist ein sehr guter Fahrer. Und da freue ich mich auch mal wieder, dass er da jetzt vorne an der Spitze dabei ist. Und dann hier der Dieter Brecht im Hello Kitty Design für seine Töchter. Also finde ich sehr, sehr cool. Also sieht auch richtig toll aus. Ist mal was ganz anderes, wenn man mal da drauf schaut. Finde ich ganz geckig und sehr, sehr gut. Also ja, schöne Lackierung. Dann Mike Deringer, der auch ein Fahrer von Reiter Youngstars. Müsste ja quasi auch ein neuer Fahrer sein, der Mike. Beziehungsweise auch mit einem neuen Team unterwegs, Phil. Das ist richtig, ne? Genau. Der Mike Reiter Youngstars. Und eines seiner ersten aktiven Rennen hier, wie du es schon gesagt hast. Reiter Engineering, das Auto ist so ein bisschen unter den Insidern bekannt als eine kleine Diva. Also sehr, sehr zickig, sehr anspruchsvoll zu fahren, definitiv kein leichtes Auto. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie er sich über die Renndistanz mit seinem Gefährt schlägt. Heißt aber nicht nur, weil er schwierig ist, sein Auto. Ja, geil. Akraxo abonniert mit Prime schon seit 2 Monaten. Vielen Dank für dein Abo. Super, ja. Raute Brisgavi. Vielen Dank. Ganz genau. Ja, freuen uns natürlich auch, wenn dir die Streams gefallen. Genau. Zurückzukommen zum Thema. Haben wir, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Mike hier uns mit seinem Reiter zeigt. Genau, dann haben wir nochmal einen Fahrer, wenn ich kurz zwischen reingehe, dass wir ein bisschen schneller durchkommen. Das ist der Marvin Schied. Hier auf dem Bild müsste auch ein neuer Fahrer sein im Porsche hier vom Team RTM. Hast du da irgendwelche Informationen? RTM, wofür das steht? Du wirst wahrscheinlich nochmal schauen. Er hier auch in einem wunderschönen Porsche unterwegs mit der Startnummer 931, auch aktuell auf Platz 7 unterwegs. Also genauso wie der Mike Dieringer, also auch super, wie die beiden hier fahren. Platz 6 und Platz 7 direkt beim großen Rennen mit über 20 Startern. Also ist ja schon mal richtig gut, sind die hier unterwegs. Du hast eine Information, wofür RTM steht, Phil? Ich werde gerade in meiner schlauen Liste nachschauen. So, Leon Müller vom Team Takoya, hier auch im Porsche ebenfalls unterwegs. Eine wunderbare Lackierung, trifft da genau meinen Geschmack. Also auch mit dem Auto, ihr wisst ja alle, wenn ihr die Streams eingeschaltet habt, ich bin ein großer Porsche-Fan und auch das Design hier gefällt mir richtig gut. Aber alle Designs, die hier die Fahrer selbstständig machen, finde ich immer ganz klasse und ganz toll. Ja, dann haben wir auf Platz 9 den Manuel Rindt. Schön hier, Manuel Rindt. Am Start mit der Startnummer 909, auch ein super schönes Design. Und der wird direkt verfolgt von Robert Zimmer, da können wir mal drauf. Und zwar im Honda NSX, den rot-schwarzen oder beziehungsweise rot-weißen, da ist ja mehr weiß wie schwarz. Aber ich habe eben so in die Lüftung reingeschaut. Er aktuell hier auf Platz 10, also das ist die Top 10. Dann haben wir noch den David Friedhof hier im 3F Racing. Im BMW schwarz, weiß nicht, ob da was nicht geklappt hat mit der Lackierung oder ob er in diesem schwarzen Wagen fährt. Er momentan auch auf Platz 11 unterwegs hier mit der Startnummer 79. Manuel Güntner, da haben wir ihn auch hier im BMW, da fährt er die Startnummer 86 und im Kampf nebendran, wer ist da durchgeschlüpft? Das war unser niederländischer Fahrer und zwar der Rutger Lindeboom. Die beiden, nein, da gab es die Berührung. Ich glaube, die beiden haben sich berührt. Das könnte man sich vielleicht noch mal kurz in der Zeitlupe anschauen, was da passiert ist. Wir gehen noch mal kurz in die Zeitlupe. Also, hier gibt es jetzt die Position. Jetzt sehen wir hier die Zeitlupe. Er fährt noch mal innen rein. Jawohl, und da gibt es die Berührung zwischen dem Rutger Lindeboom und dem Manuel Güntner. Da haben sie sich einfach nicht genug Platz gelassen und sind da einfach wieder zurückgeflogen. Aber hier kann er die Fahrt einfach weiter. Ja, also leider nicht ganz so gut gelaufen. Hier auch für den Rutger Lindeboom von Optimum Motorsport. Hier der Fahrer, muss man sagen, aus der Niederlande. Sehr international sind wir bei den Couchmasters. Ganz toll. Und dann geht's schon los mit dem Platz 1 in der GT4, der Jonas Bauer.
der hier wirklich ordentlich Druck macht bzw. davon fährt. Und sogar der Tim Steinbrecher hier auf Platz 2 noch ein bisschen hinten dran ist. Der David haben wir hier aktuell auf dem, ja, 16. Platz. Und dann müsste irgendwas nicht stimmen. Und zwar, wer vielleicht aufgepasst hat, Unverbindung Nico Höferlin auf Platz 16. Er normalerweise auch weiter vorne zu finden. Also auch hier müsste irgendwas mit der Box gewesen sein. Phil, wenn du was weißt, fall mir ins Wort. Warum Nico Höferlin aktuell auf Platz 16 und 15 unterwegs ist. Da gab es vorhin auch eine leichte Berührung und die Fahrer sind ins Grün abgeflogen. Daher noch ein paar GT3-Fahrzeuge hinter den GT4-Fahrzeugen. Und ich habe auch die Info, RTM steht für das Racing Team Markgraf. Also, da sind wir jetzt auch schlauer geworden. Wir haben immer unsere schönen, schlauen Listen, in denen wir teilweise mal nachblättern müssen. Denn bei so vielen Fahrern ist es teilweise mal schwer, sich alle Infos auswendig zu lernen. Genau. Denn wir streamen ja nicht nur eine Klasse. Nein, der Chris macht es noch ein bisschen verrückter. Er streamt alles in allem oder moderiert 4 Klassen. Ich bin bei 3 Klassen unterwegs mit dabei. Kungli, vielen Dank für dein neues Cheer. Vielen, vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr. Genau, dann haben wir, wie gesagt, auf Platz 14 sehen wir jetzt gerade Nico Höferlin. Dann Dieter Brecht, der muss auch nochmal mit seinem Hello Kitty ein bisschen Gas geben. Jonas Bauer, den haben wir ja auch schon genannt. Dann haben wir noch unseren Fahrer, auch mit dem Porsche, Yannick de Witt aus Dynamic Motorsport. Ebenfalls unser Fahrer aus der Niederlande. Wie gesagt, das freut mich ganz richtig arg, dass wir da auch einfach so viele Nationalitäten haben. Genauso wie Rick van Assen von McLaren Shadow Project, auch er hier unterwegs, auch hier mit einer guten Steigerung. Florian Göldenitz momentan hier auf Platz 4 in der GT4-Wertung. Und dann haben wir hier auch unseren Fahrer aus UK, aus dem, ja, aus England kann man sagen, ganz einfach bei uns. Und zwar ist es der William O'Connor hier mit seinem BMW, auch endlich mal mit seiner Lackierung. Da sind wir auch auf die Schliche gekommen. Das lag an der Simulation, dass wir seinen BMW nicht in voller Pracht zeigen konnten. Also hier William O'Connor aus UK und ihm hinten dran haben wir hier den Thorsten Borchardt, der ja auch schon tolle Rennen letztens gezeigt hatte. Und ja, ja, es freut mich ganz richtig arg. Ich muss ihn mal lesen und gerade Dynamite, du müsstest wissen, mit meiner, ja, jetzt fällt es mir schon ein, Koordination, Multitasking-Fähigkeit ist immer ein bisschen schwierig. Also von daher, es freut mich einfach, dass wir so international aufgestellt sind, das wollte ich sagen. Dann Lennart Pfeil auf 24 unterwegs. Dann Jon Kick in the Vect haben wir hier auf Platz 25, auch ganz tolle Lackierung, sehr auffällig, sehr schön von der Farbe. Und dann den Oliver Martens, der steht schon an der Box. Ich weiß nicht, ob er ein technisches Problem hat oder da drin ist. An der Spitze sehen wir Jan-Philipp Nürnberger, der hier wirklich ordentlich Gas gibt und davon fährt. Und wir schauen mal, nämlich hinten dran ist es gar nicht so eng. Der Philipp Adler hat auch noch ein bisschen Platz zu dem Drittplatzierten, dem Jonas Rode. Also momentan überall die Abstände ein bisschen geringer auf Platz 9 und 10. Da müsste es vielleicht bald, ja, eine Überholung geben. Ja, Manuel. Platz 9 und 10 ist ein richtig, richtig schön umkämpftes Feld. Florian Hölz auf Abwägen, ein bisschen langsam unterwegs, mit auch gleich wieder Fahrt aufnehmen, lässt die da mal schön vorbei. Ja, kam von der Strecke ab, eigenständig, ohne Fremdeinwirkung, war kurz im Grün, daher war er etwas langsamer. Ich habe in die Wiederholung mit reingeschaut, also da nur ein kleiner leichter Fahrfehler, dem ihm eben ein bisschen Zeit gekostet hat. Genau, dann auch nochmal hier Christian Knappe hat eingeschaltet. Hallo, schön, dass du dabei bist. Wir sind hier mitten im Fight auf Platz 9 und Platz 8, wenn ich das richtig sehe, genau. Hier aus dem Heck mal rausschauend von dem Manuel Rindt. Er hat noch kein Team, also wenn da draußen ein Teambesitzer ist, Manuel Rindt, auch ein guter Fahrer, könnte er gleich die Chance nutzen und ihn unter Vertrag nehmen. Hier Manuel Rindt jetzt auf der Gerade mit dem Mercedes. Schau mal, wie der wegfährt. Der gibt da richtig. Und jetzt spät auf der Bremse hinten. Das ist der Robert Zimmer. Aber es langt noch nicht ganz. Also hier noch ein bisschen Luft dazwischen. Und auch hier der Robert Zimmer von Diamond Racing im rot-weißen Honda. Müsste, glaube ich, der einzige Honda sein im Starterfeld, wenn ich richtig bin. Ganz genau, da bist du auch richtig. Und ja, der Manuel Rindt, ein richtig, richtig guter Fahrer.
kommt aus Österreich, also fährt auch unter der österreichischen Nationalflagge. Aha, sehr interessant, gut zu wissen, ja. Und muss ich wirklich sagen, ein sehr, sehr fairer Fahrer. Und er macht es auch so manchem, ich sage jetzt mal Profifahrer, nicht sonderlich leicht, weil er weiß natürlich auch, wie kann er sich verteidigen oder wo kann er auch richtig angreifen. Also auch hier ist wirklich mit schönen Kämpfen zu rechnen. Absolut. Apropos, hier müsste es auch etwas enger zugehen. Nico Höferlin, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, und der Dieter Brecht. Die beiden mit 0,5 Sekunden Abstand, also das ist natürlich auch schon eine schöne Hausnummer. Beides auch sehr, sehr gute Fahrer. Nico Höferlin vom Brisgavi Racing Team und der Dieter Brecht vom Team Bodensee Racing. Beide hier in richtig interessanten Fahrzeugen unterwegs. Der Bentley, der Bücherbus oder das Renntaxi, er hat viele Spitznamen. Und der Audi haben beide ihre Stärken und können sie je nachdem ausspielen. Also hier wird es definitiv auch nochmal ein interessanter Zweikampf werden. Danke für dein Cheer, Daniel. Vielen Dank. Also ich bin immer wieder begeistert von Nico Höferlins Lackierung. Ja, doch, muss ich wirklich sagen. Der tolle lässt Aufkleber, sich da, tolle Aufkleber. Der hat sich da richtig ins Zeug gelegt und vor allen Dingen, ich find ihn auch schön platziert. Ganz genau. Also wir machen ein bisschen Spaß. Er fährt nämlich mit dem großen SAS Mutterblock auf Kleber hinten auf dem Heck und schön mit Couchmasters. Das freut mich natürlich besonders, weil es ist keine Pflicht. Er macht das freiwillig und ist natürlich schön. Aber muss bei der Gelegenheit auch mal die allen anderen Fahrer, die sich individuelle Designs ausdenken. Auch jetzt gerade hier haben wir ein Bild in Robin Dietzler vom Team Kolbenschmiede. Die haben auch eine ganz, ganz tolle Livery, also Lackierung. Das sieht man als gar nicht so, wenn man im Stream ein bisschen weiter weg geht. Erst wenn man näher dran geht, sieht man viel mehr. Ist richtig. Also HQTH mit sind viele Porsche unterwegs, ja. Wenn man mal schaut, so in die Übersicht, haben wir da echt Porsche. Sieben Stück, du hast es gezählt. Sieben Porsche sind unterwegs. Hey, Frank Slow ist auch hier. Dankeschön. Hi. Nein, ich wusste das natürlich mit den sieben Porsche. das ist reine Intuition. Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich auch nachgezählt, habe hier den Luxus, dass ich die Anzeigen mir schön übereinander gelegt habe und somit konnte ich da wunderbar einfach mal die Reihe nach unten gehen. Aber ja, der Porsche ist heute sehr stark vertreten, aber der McLaren ist auch gut dabei mit 6 Fahrzeugen, also 6-mal der McLaren am Start, ist auch schon eine schöne Hausnummer. Gut. Ist aber auch ein schönes Auto, muss ich sagen. Oh, da gibt's die Kollision. Da ist er ein bisschen spät auf der Bremse gewesen, der Florian Hölz. Und vorbeigegangen am Robert Zimmer, also mit breiten Armen vorbei. Ist Gott sei Dank alles gut gegangen, wie wir gesehen haben. Jetzt bin ich mal, lässt ihn wieder vorbei. Und das ist das, was ich so toll an den Couchmasters finde. Die Fairness von den Fahrern. Da ist ein kleiner Fehler passiert, es passiert. Keiner ist da völlig frei von Fehlern. Und er lässt ihn einfach wieder vorbei. Ganz großes Chapeau hier für die Fahrer. Die Fairness, die hier an den Weg, an den Tag gelegt wird, finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr so fair miteinander umgeht auf der Strecke und auch in unserem Discord, in unserer Community, höre ich auch nichts Negatives, geht man auch respektvoll um. Und da sind wir mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele wir mittlerweile in Discord schon haben, ein paar hundert Stück. Wir wachsen immer mehr und mehr. Und das haben wir natürlich auch euch zu verdanken. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen an der Stelle gibt es jetzt nochmal kurz Werbung. Und zwar vielen Dank an den BMC, an den Badischen Motorsportclub Hockenheim, die uns ganz massiv unter die Arme gegriffen haben mit allem Mögliche, dass wir noch mehr Stream machen können, konnten uns ein bisschen mehr Technik anschaffen und auch mit einer eigenen Rennserie sind sie am Start. Und zwar, wie ihr wisst, der BMC Simcar Cup, der wäre am nächsten Freitag gewesen. Wir haben das Rennen jetzt verschoben auf den 20.05., da kriegt ihr auch noch ein paar Informationen dazu. Und dann gibt es nämlich da auch am 20.05. einschalten. Oh nein, da rutscht er weg und schlägt ein, eieiei. Robert Zimmer mit einem Fahrfehler. Ich kann nur hoffen, dass er da jetzt nicht allzu sehr großen Schaden davongetragen hat. Also ihr habt es gesehen, wir waren live im Bild. Er ist weggerutscht, also können wir uns hier mal die Rückblende sparen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schade.
Jetzt greift natürlich Florian Hölz gleich den Manuel Rindt an, da bleiben wir noch dabei. Also wie gesagt, vielen Dank an den BMC, wir starten auch mit einer eigenen Meisterschaft. Ihr versteht hoffentlich, dass ich auch den BMC nicht nur erwähnen muss, sondern auch möchte, dass es mir ein Anliegen ist, weil er uns unterstützt, dass wir euch so viel Motorsport bieten können. Und wie gesagt, schaut mal vorbei, www.bmc-hockenheim.de. Und die sind auch in Facebook und Instagram und lasst da auch mal ein Like da. Genauso wie bei uns hier die ganze Zeit unten die Laufschrift lief, dass ihr da vorbeifährt. So, jetzt wird es nämlich hier ganz spannend. Der Florian Hölz innen rein beim Manuel Rindt. Und es langt auch, da lässt man sich genug Platz. Und da gibt es den Platz 7 dann für Florian Hölz. Und ja, der Manuel Rindt rutscht einen Platz auf den 8. zurück. Also wie gesagt, Werbung muss sein. Vielen Dank an den BMC. Und schaut doch auch bitte nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Das hilft uns ganz massiv, wenn ihr es jedem weitererzählt, was wir hier machen. Und ja, uns liked und überall unterstützt. 13 und 14, die beiden sind auch noch hier im Kampf. Nico Höferlin und der Dieter Brecht. Also das sind aktuell hier die Duelle. Dann haben wir noch 19 und 20, aber ich glaube, das müsste auch gegessen gewesen sein, genau. Da ging Yannick de Witt vorbei mit dem GT3 an der GT4, also der holt auch auf und gibt dort wieder ein bisschen Stoff. Bill, du hörst mich noch? Ich höre dich noch, ja. Das Three Flags Racing Team, der David Friedhof, ist gerade eben an dem Robert Zimmer von Diamond Racing vorbeigefahren. Und ja, der ein oder andere macht jetzt vielleicht schon den Boxenstopp und versucht einen massiven Undercut. Ich schalte gerade rüber mal. Hier geht's mächtig zur Sache. Also wir schalten mal da rein und sehen überall Fahrzeuge. Hier die Überrundung. Nico Höferlin zieht jetzt da vorbei. Direkt hinten dran Dieter Brecht im Hello Kitty farbenen Fahrzeug für seine Töchter. Und hinten dran haben wir dann auch schon den Manuel Güntner, aber allerdings, jawohl, die Startnummer 86 im BMW im Barbarian unterwegs. Er hat mich noch angeschrieben, ich kenne mit der Farbe nicht klar. Nee, überhaupt, alles gut, einem goldenen Wagen, also sehr schön Gold. Gold mit Kupfer oder, ja, wenn man so sagen will, Gold und Kupfer, eine sehr schöne ja. Farbkombination. Also du musst es nicht ändern. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Spaß gemacht, aber hier haben wir auch mal jetzt die richtige Farbe benannt beim Manuel hier auch in dem goldfarbenen BMW, der ja auch eine spezielle Verbindung hat, hat er mir erzählt. So, Leon Müller, Takoya, hier aktuell auf Platz 10 und hinten dran, wenn ich das richtig sehe, ist dann auch schon der Nico Höverlin, aber da haben wir noch ein bisschen Abstand. Genau. Aktuell sieht es so aus, dass die Fahrer überall einen guten Abstand haben. Die Bestzeit kannst du vielleicht noch mal rausswitchen, mein lieber ja. Phil. Jetzt gibt's natürlich wieder das allwöchentliche oder all rennübliche Zusatzwissen von meiner Seite. Und zwar nicht nur die beste Rundenzeit, die vom Jan-Philipp Nürnberger im Audi R8 kommt mit einer 1,55,355, sondern auch die Höchstgeschwindigkeit. Und wenn ich da mal in mein Tableau schaue, bin ich erstaunt. Muss ich wirklich sagen. Denn es wurde zweimal die exakt gleiche Höchstgeschwindigkeit gefahren. Einmal vom Mike Dieringer im Reiter Engineering. Moment, und schauen wir uns mal an. Mike Dieringer, da schalten wir mal kurz hin. Ehre, wem Ehre gebührt. Haben wir den gerade? Jetzt habe ich so eine große Liste. Jetzt finde ich ihn natürlich nicht. Da ist er. Also, hier, du hast noch gesagt, vorhin am Anfang, du bist mal gespannt, wie er sich schlägt und aktuell ist er quasi der Schnellste auf der Strecke, also was Top-Geschwindigkeit angeht. Mit wie viel nochmal? So, verrate ich noch nicht, okay. Denn er ist im Gleichstand mit Dieter Brecht von Dieter Brecht. OC Racing. Beide haben exakt die gleiche gefahrene km/h und zwar beide sind eine Höchstgeschwindigkeit von 242 km/h gefahren. Aber geben sich da also gar nichts. Auf Platz 2 ist der Manuel Rindt mit 241 km/h. Und eigentlich mein Hoffnungsträger, mein direkter Namensvetter, der Philipp Adler, ist in Anführungszeichen nur bei 238 km/h. Ja,
Aber trotzdem immer noch sehr, sehr schnell. Und dann muss man ja auch sagen, ja. Der Philipp Adler ja erfolgserwöhnt, also verwöhnt, immer oft auf dem Podium, schnell unterwegs. Auch das Team Kolbenschmiede ja auch schon lange bei uns mit dabei. Und da bin ich auch sehr stolz auf das Team, auf alle Teams, die dabei sind, SOR. Wen wir auch alle jetzt auf den Anhieb vergessen haben, ich will es auch gar nicht alle gleich aufzählen, ich bin jedem Einzelnen stolz drauf, dass er bei uns mitfährt. Aber der Philipp Adler ist schon so ein Fahrer, der eigentlich ja, auf dem Podium sein möchte und es auch immer dahin schafft, wenn er dabei ist. Er war jetzt mal ausgefallen ein bisschen eine Zeit, ist jetzt wieder mit am Start. Und man sieht auch gleich mit Platz 2 und wir haben es ja auch besprochen, also irgendeine Taktik wird er haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er freiwillig jetzt ja, mit diesem Abstand fährt, wo er fährt. Du sagst ja, dass er hier vielleicht nur kurz reinfährt, neuen Sprit aufnimmt und wieder rausfährt und versucht mit den Reifen auszuhalten, um da ein bisschen Gas zu geben. Ja, das wäre für mich einfach das Logischste, weil man hat gesehen, der Philipp ist wirklich vom Start ab etwas passiver gefahren. Er fährt bedachter um die Kurven herum, pusht da nicht so sehr. Natürlich versucht er sein Renntempo zu halten, aber in einer angemessenen Konstanz, dass er eben sein Material schont und eben diesen Splash and Stash probieren kann. So, wie wir sehen, bist du gerade beim Thorsten Borchardt drauf. Und schon wieder weg, aber ja. Thorsten Borchardt freut mich natürlich auch, in seinem Auto hier zu sehen. Die bestimmte Verbindung, ob du sie weißt. Kennst du die Verbindung von mir zu diesem Auto? Nein. Dann denk mal an den Simca Cup. Ach so, ja, du fährst auch in Chevrolet bei SAS Mutterblock eSport. Da fährst du ja den Chevrolet im Nesca-Bereich. Das nächste Mal am 20.05., genau. Nächsten Freitag, sind wir wieder unterwegs mit dem BMC Simca Cup im Nesca-Bereich. Und das Team ist ja größer geworden. Du bist ja nicht nur ein Fahrer im SAS Mutterblock Racing eSport, sondern wir haben auch den Tim Steinbrecher, der genau. Zusammen im Team fährt. Das heißt, ihr beide fahrt quasi mehr oder weniger für mich in meinem Team. Und es gibt natürlich noch viele andere Teams, die da auch mit Spannung dabei sind. Und das, wie gesagt, 20.05. nächste Woche in Laguna Seca sind wir da unterwegs. Also kein Ovalkurs, sondern mal eine andere Rennstrecke. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch sehr, sehr, sehr spannend. Dann wirst du mit dabei sein, Phil. Und ich werde das Ganze dann natürlich mit dem Präsidenten vom BMC, unserem Partner bei den Couchmasters, kommentieren. Ganz genau, so wie du sagst. Ist auf jeden Fall lohnenswert, auch da dabei zu sein, auch wenn es nicht unbedingt in der GT3-Nische liegt, aber mit dem Nesca auf Laguna Seca verdammt anspruchsvoll. Für diese Woche heißt es für mich Training, Training, Training. So, dann haben wir einen schönen Zweikampf beim David Friedhof auf Platz 8. Friedhof, genau, oder? Weiß gar nicht, wie man es spricht. Ich hoffe, Friedhof, Friedhof, genau. Genau. Nicht, dass wir hier... So, wo ist er? Da ist er. Mit dem Manuel Rindt um Platz 7 und 8. Also hier 0,8 Sekunden Abstand. Manuel Rindt schon ein, ja, möchte ich jetzt mal sagen, Fahrer etwas längerer Stunde. Also nicht gerade neu bei uns, bei den Couchmasters mit dabei. Wir zusammen waren auch schon mal in einem Rennteam gemeinsam. Und daher weiß ich auch wirklich, er hat eine gewisse Erfahrung auf dem Kerbholz und kann sich da auch gut verteidigen. Sonst wäre er nicht auf Position 7 wie aktuell. So, jetzt sieht man, dass er da näher rankommt. Klar, also wir schauen jetzt aus dem Heck von Manuel Rindt. Aber da kann er in ein paar Kurven, findet er einfach so den richtigen Drive und kommt da gut raus. Ja. Also es ist natürlich auch als Fahrer, musst du eine gewisse Nervenstärke haben. Also ich stelle mir das jetzt vor, du sitzt in dem Auto und du siehst im Hinterspiegel und du schaust, dass das andere Auto immer größer wird, du weißt, dass er da ist, er sucht eine Lücke, der weiß auf einen Fehler und da konzentriert zu bleiben und dein Ding weiterzumachen, ist dann natürlich schon mal richtig schwer. Ja, Daniel schreibt, Laguna Seca hört sich spannend an. Ich glaube, das wird auch ziemlich spannend mit einem Nesca auf der Rennstrecke. Ich vermute mal, das wird richtig viel Rennaction geben nächsten Freitag. Das wird auch wieder ein Couchmaster-Wochenende für euch ohne Ende. Ihr werdet freitags sind wir unterwegs mit dem BMC Simca Cup, dann sonntags wieder GT3 auf PC und Montag geht es dann schon wieder weiter mit dem Adrenalin-Montag auf den Couchmasters PlayStation. Ganz genau, also actiongeladenes Rennwochenende.
es wird euch wirklich viel versprochen und ich glaube, wir können auch das Versprechen einhalten. Und der Kampf geht weiter. Also beide Fahrer hier wirklich sehr, sehr konstant. Aktuell sehen wir jetzt hier im Stream den Kampf mit Yannick de Witt, Jonas Baumann. Beziehungsweise war GT4, das ist vorbei. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. William O'Connor müsste da irgendwie in der Position sein. Also hier muss es eine Verschiebung gegeben haben. Also William O'Connor auf dem 16. Platz von Queen's Revenge Team. Dann müsste nämlich Yannick de Witt kommen hier. Genau, und Jonas Bauer GT4. Ja, irgendwie war es gerade alles ein bisschen anders. Ja, vielleicht ist es auch einfach die Sonne, die der Technik heute ein bisschen geschadet hat. Dass nicht nur wir etwas leiden durften, sondern auch unsere Computer durften etwas leiden. Oder auch so manch eine PlayStation 4, die das ganze Wochenende hoch beansprucht worden ist. Und FunGun87, das wissen wir leider aus dem Kopf nicht, welche Fahrer wo streamen. So ein paar üblich verdächtige Fahrer könnte man mal nachschauen, ob die denn auch wirklich streamen. Da kann ich mich mal schlau machen. Aber aus dem Stegreif wissen wir das natürlich nicht. Das ist natürlich auch jedem Fahrer selbst überlassen, ob sie einen eigenen Stream anschmeißen oder nicht. Ganz genau. So, aktuell sind die Fahrzeuge hier auf dem Nürburgring heute gut verteilt, muss ich sagen, mit anderen Worten. Ja, definitiv. So, jetzt würde es langsam anfangen. Bei 30 Minuten haben wir noch und 29 Sekunden mit den Boxenstopps. Also wir sehen jetzt Jonas Bauer im GT4, der hier im McLaren langsam schon mal in die Box reinfährt. Also würde ich denken, dass jetzt so langsam mal das Boxenfenster aufgeht. Schnellste Rennrunde immer noch 1:55.992 an der Spitze von Jan-Philipp Nürnberger von King Racing. Wenn er das so ja, klar macht, dann war das heute ein furioser Sieg. Hier an der Spitze gleich mal abgehauen. Leider hat es nicht ganz gepasst mit der ja, Bestzeit in der Qualifikation, also mit der Pole Position. Und ist hier auf jeden Fall dann aber trotzdem schon mal am Start gleich weggezogen, hat einen verdammt guten Start erwischt. Und fährt jetzt hier schon eine ganze Weile an Platz 1. Und jetzt warten wir ab, was natürlich der Philipp Adler macht. Ich weiß gar nicht, wie weit die beiden weg sind. Wenn man das mal sieht, also hier Luftaufnahme, sehen wir, dass der Philipp Adler ja auch noch gute 3 Sekunden jetzt dran ist. Bin mal gespannt, ob er den Abstand dann noch ein bisschen verkürzen kann. Ja, vielleicht wird er ihn einfach auch halten und sagen, okay, er macht sich seine Strategie zunutze, macht einen sehr, sehr großen Overcut. Overcut heißt, der Philipp Adler wird dann sehr, sehr spät in die Box gehen. Was wir allerdings nicht genau wissen, denn die Fahrer plaudern, was so die eigene Strategie für das kommende Rennen angeht, nicht sehr gerne aus dem Nähkästchen. Denn hier dreht sich's doch auch wirklich um die Meisterschaftspunkte. Ja, absolut. Meisterschaftspunkte immer wichtig, muss man mitnehmen. Am Ende kann es manchmal ein einziger Punkt sein, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Und daher sollte es wirklich passen. So, hier gab es, glaube ich, dann eine Überrundung oder beziehungsweise Marvin Schiede hat hier überholt. Mit der Startnummer 391. Wenn man so oft auf Rennstrecke ist, ich habe richtig den Geruch von den Rennautos noch in der Nase. So, den einzigen Geruch, den ich noch in der Nase habe, ist einerseits von einem super schön folierten Honda-Motorrad und auch von so Dirtbikes, Sandrennbahn-Motorrädern. Ja. So die beiden Gerüche habe ich noch in der Nase und im Ohr habe ich definitiv eine Honda Fireblade. Die habe ich jetzt noch im Gehör. Ja, mit der waren wir ja heute am Bratzeltag und da ist es so, dass immer das lauteste Fahrzeug prämiert wird. Ich habe es 2018 schon mal gewonnen mit 129 Dezibel und jetzt waren wir am Wochenende wieder dort. Ich habe nachgelegt, ich war dann schon mal sehr laut, das lauteste Fahrzeug, aber wenn du schon mal einen Titel gewonnen hast dort, bist du ja nicht mehr dabei. Ist ja auch schön, wenn es andere dann nochmal gewinnen können, weil die sich auch viel Mühe geben. Aber wie sich rausstellte, waren wir das lauteste Fahrzeug und ihr müsst euch vorstellen, da gibt es auch Oldtimer und Rennautos, richtige. Und wir haben mit dem Motorrad alles geknackt. Also von daher war es schon ganz lustig heute, aber ja, lag in den Ohren. Ja, so, Daniel, wie
ich auch vorhin schon gesagt habe, ich tippe auf Splash and Dash Variante vom Philipp Adler. Und Jan-Philipp Nürnberger ist halt die Frage. Er ist, finde ich, ein sehr sicherer Fahrer. Ich finde, er geht auf Nummer sicher. Da weiß ich nicht, ob er auch auf Splash and Dash setzt. Könnte natürlich sein, um da einfach auch mal hier einen Punkt zu setzen, um zu sagen, hey Leute, ich kann auch mal anders. Ja, auf jeden Fall. Ich muss schon die ganze Zeit. Und da ist er gerade in die Box reingefahren, Jan-Philipp Nürnberger. Also, Jan-Philipp Nürnberger macht kein Splash and Dash. Er ist aktuell jetzt gerade in der Box. Somit Philipp Adler auf Platz 1 und Robin Dietzler auf Platz 2. So, vielleicht, jetzt warten wir mal die Phase noch hier ganz kurz ab mit dem Splash and Dash. Und danach muss es vielleicht auch noch mal an ein paar Zuschauer erklären, die das vielleicht nicht wissen. Aber jetzt warten wir mal ab. Also, Jan-Philipp ist jetzt an der Box. Entscheidend ist dann der aktuell jetzt erst Platzierte, wo er auf der Box, auf der Strecke unterwegs ist und dann gleich der Jan-Philipp rauskommt. Also hier ganz spannend jetzt in der Box. Jan-Philipp war noch, also ist an der Box, aber der Philipp Adler war noch nicht. So, das könnte jetzt eine richtig spannende Kiste werden. Ah, ist schon wieder draußen. Ja. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Ich tippe auch wirklich nur auf kurz mal nachgetankt und keine Reifen gewechselt. Ja, anders geht's gar nicht, sonst wäre er gar nicht so schnell raus. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was macht der Philipp Adler und hat's gereicht, vorbeizukommen? Ja, also für die Erklärung Splash and Dash. Und zwar Splash and Dash ist eigentlich so die, Achtung, wieder was Englisches, Quick and Dirty, die schnell und schmutzige Art und Weise, seinen Boxenstopp zu absolvieren. Das heißt, alles, was Pflicht ist, in dem Falle nachtanken, wird in kürzester Zeit erledigt. Und das unter Umständen auch nur mit einem oder zwei Litern, dass so wenig als Zeit wie möglich verloren geht. Das nennt man auch im Rennsport ein Splash and Dash. Gut erklärt. Das Motorsport-Lexikon mit Phil Schönberg. Vielen Dank. Ja, also nee, ist natürlich immer wichtig. Wir schmeißen ja oft mit den Begriffen rum. Du als Fahrer kennst sogar noch ein bisschen mehr. Und dann werfen wir im Stream natürlich mit den Begriffen rum. Und vielleicht ein Zuschauer weiß gar nicht, was meinen die denn mit Splash and Dash? Also jetzt wisst ihr es. Es ist einfach eine Möglichkeit, den Pflichtboxenstopp so schnell wie möglich zu absolvieren. Und wenn... Oh nein! Nein, wie schade, schade, schade. Das müssen wir uns nochmal anschauen in der Rückblende, was da passiert ist. Also, was ist da nochmal passiert? Da kommt er angefahren, das Heck rutscht. Oh nein, und kommt hier ins Grün und zack, schlägt ein. Sehr schade. Das tut mir jetzt für den Jonas Rode wirklich, wirklich, wirklich leid. Also, das ist, was da passiert ist. Ja, da er sich auch zurück in die Box gesetzt hat, darf er jetzt nicht mehr rausfahren. Aber nach dem Einschlag und so wie das Auto danach aussah, glaube ich auch nicht wirklich, dass er noch hätte groß weiterfahren können. Ach. Da hätte er unter Umständen sogar nur noch mehr andere Fahrzeuge gefährdet, wie auf Nummer sicher gegangen. Ja, das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Es ist so ein Rennen, natürlich kannst du nichts machen, das Racing. Es kann immer mal ein kleiner Fehler passieren, aber natürlich wünsche ich mir ja immer, dass unsere Fahrer bis zum Ende fahren. Und wenn ihr die Streams alle verfolgt habt, ihr wisst, ich würde jedem den Sieg gönnen. So, was ist hier passiert? William O'Connor, was ist da passiert? Wir schauen es uns nochmal in der Zeitlupe an. Also, was ist unserem Fahrer hier aus UK passiert? Er kommt hier angefahren, gibt es da die Berührung? Oh! Da gab es die Berührung im Heck. Da kann er gar nichts dafür, der arme Kerl. Das war eine Berührung. Also hier leider das Problem, dass da er hier abgeräumt wurde. Ja. Sehr schade, ja. Schreibt auch Doris. Schade. Ja, definitiv sehr, sehr schade, weil William O'Connor eigentlich doch ein Fahrer ist, der auch richtig viel Rennblut im Körper hat und da auch die ein oder andere Renn-Action bieten kann. So, der Chris holt sich wahrscheinlich auch kurz was zu trinken nach diesem anstrengenden Tag. Muss auch sein, denn bei diesem Wetter heißt es einfach nur viel, viel trinken.
genau, da möchte ich mich anschließen. Eine wichtige Botschaft im Namen eurer Gesundheit. Trinkt viel, trinkt viel, trinkt viel. Ich weiß, ich mache es auch nicht oft, aber macht's. Egal ob Eistee, ob Wasser, ob Apfelschorle, sei's egal, Hauptsache ihr trinkt. Felix, und hier ein vielen richtig Dank. Schönes Duell. Dankeschön, Felix, für dein Follow. Und Felix, ja, auch von mir, vielen Dank. Danke, Felix 06-1 fürs Folgen. Aktuell haben wir den Führenden in der Klasse GT4, und zwar ist es der Florian Göldenitz hier aktuell unterwegs. Und der müsste auch direkt verfolgen. Oh, da gibt's die nächste Berührung! Ah, da wurde auch weit geschickt. Das müsste gewesen sein. Florian Göldenitz. Wen hat dann da rausgeschickt? Hast du den Überblick gehabt hier, Phil? Nee, gell? Ich meine Jonas Baumann. Jonas Baumann, müssen wir mal gucken. Nee, er fährt hier. Nee, es war selber. Florian Göldenitz hat da. Ist ein bisschen abgedrängt worden. Ja. Ja. Jetzt sind wir leider schon aus der Zeit raus. Wenn wir jetzt eine Rückschau machen, müssen wir so lange zurückschauen. Also aktuell Führender ist der Jonas Baumann in der GT4-Klasse vom Team 5 Stripes in der Startnummer 57 im McLaren GT4. Florian Göldenitz aktuell nur noch auf 2, natürlich durch diese Berührung, die es da gab, dass er ein bisschen neben der Strecke war. Thorsten Borchardt im Chevy, quasi dein Markenkollege beim NASCAR, auch hier bei ja, Assetto Corsa aktuell mit dem unterwegs. Und er hier noch ein bisschen im Battle mit einem GT3-Fahrzeug, was heißt im Battle, da ein bisschen da auch gut Platz gemacht, dass er vorbeikommt. Lennart Pfeil aktuell mit dem vierten Platz in der GT4. Also GT4, vierter Platz, Lennart Pfeil. Und ja, wenn ich sehe, ist hinten dran der Tim Steinbrecher. Also hier im Duell, liebe Freunde, hier geht es direkt ums Duell Platz 4. Jetzt ist der Tim neben an der Seite. Bin ich gespannt, wie es ausgeht, aber es langt noch nicht. Lennart Pfeil behauptet sich weiter von SOR Racing. Und jetzt Tim Steinbrecher von SAS Mutterblock fährt hier außenrum. SAS Mutterblock eSports versucht hier direkt am Heck dran zu bleiben. Und wir können mal aus dem Heck rausschauen über den ja, Heckflügel. Da sehen wir mal, wie dicht der Tim da dran ist. Schaut euch das mal an. So, jetzt beide Fahrzeuge nebeneinander um die Kurve. Lassen Sie sich genug Luft. Der Tim probiert es außenrum. Jetzt hat er aber den Vorteil, weil die nächste rechts ist. Und dann ist er innen. Und wenn er da die Nase vorne hat, genau das, was ich sage. Und somit ist der Tim jetzt einfach vorbeigeschlüpft am Lennart Pfeil. Das hat er gut gemacht. Aber der Lennart Pfeil, auch kein Nasebohrer, wie man so schön sagt, sondern auch einer, der weiß, was er macht. Und der versucht natürlich jetzt gleich mal hinten dran zu bleiben. Jetzt ist natürlich ein Thema sowas wie die Aerodynamik, Windschatten, Reifen und. Ja, super. Ich habe Duell. Was muss ich machen? Accept. Ja, dann akzeptier mal und schau also, mal. Also, da überfordert ihr mich gerade jetzt. Achtung. Hab ich jetzt gewonnen? Nein. Also, das letzte Mal habt ihr auch schon gegen mich gespielt, Chicken Power, und ihr habt meine ganzen Rennpunkte abgezogen. Ganz toll. Das Chicken Power Racing Team mit Chicken Power Girl und Chicken Power haben mich abgezogen. Jedes Mal meine Rennpunkte. Ja, das stimmt. Tim Steinbrecher ist ein absoluter Topfahrer. Ich weiß, dass es ihm sehr unangenehm ist, wenn man das sagt, aber ich möchte es vielleicht mal erwähnt haben. Der Tim Steinbrecher ist einer der schnellsten in Deutschland mit einem Controller auf der Nordschleife. Also es gibt keiner, also fast keiner, der schneller ist. Ich weiß gar nicht, wie schnell, aber auf jeden Fall unter den ersten vier schnellsten bundesweit mit einem Controller auf der Nordschleife. Und ihr wisst, wie lange die Nordschleife ist. Und auf jeden Fall hier nochmal lobend erwähnt. Ich weiß, es ist sehr unangenehm, aber es muss man ab und zu mal erwähnt haben. Ja, Buddy, das ist vielen eine Dank Leistung für die Punkte, die du mir wieder abgezogen hast, Vanessa. Vielen Dank. Naja, wir müssen auf jeden Fall abwarten. Hier die Position. Wir haben jetzt noch 18 Minuten und eine Sekunde. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, was passiert mit den ganzen Rennen. Phil, du bist zu schnell, du darfst es nicht sagen, du musst an die Verzögerung denken. Letztes Mal, guck mal, der Dan, letztes Mal war ich, ja genau. Ich wollte schon sagen, das war das letzte Mal. Natürlich war es das letzte Mal, ich habe gar keine Rennpunkte mehr, weil ihr mich schon abgezogen habt. So, ich schaue jetzt gerade mal,
auf die Renntabelle, sehe den Philipp Adler mit einem Vorsprung von 12,5 Sekunden auf seinen Teamkollegen und Verfolger Robin Dietzler. Oh, Daniel, vielen Dank, dass du dem Christian Knappe da das Abo geschenkt hast. Cool. CH1 CKENP0, wer hat ein Abos verschenkt? Danke. Danke. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also nach 17 Minuten und 7 Sekunden, dann ist auch hier das 9. Rennen, Geschichte, ne, 8. Rennen, Entschuldigung, ich bin schon ein Rennen weiter. Ja, das wundert mich auch, aber es wäre doch nicht nötig gewesen. Es ist ja ein Spiel und man verliert manchmal. Super, Vanessa, super, vielen Dank. Da kriegt der Franz Schulz was geschenkt, vielen Dank. CH1 CKENP0 Werk 1 RL hat ein Abos verschenkt. Und Chris, ich schenke dir das nächste Mal einen Strauß Blumen. Blumen? Nee, ja. Bitte keine Blumen. Ich habe keinen grünen Daumen. Also, liebe Community, wenn ihr mir je was schenken wollt, bitte keine Blumen. So, also, nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich kann sie nicht erhalten. Ich grätsche dir jetzt mal kurz rein. Und zwar gibt es eine neue Höchstgeschwindigkeit und diesmal wird sie nur von einem Fahrer alleine gehalten. Derjenige konnte seine Höchstgeschwindigkeit verbessern, und zwar der Mike Dieringer mit seinem Reiter Engineering, sage und schreibe 243 km/h. Also 243? Er legt da echt was hin. Da ist er. Das ist nämlich der, wie du sagst, der Wagen, der Lamborghini, der hier fährt mit der Startnummer 6. Mike Dieringer hier die höchste Top-Geschwindigkeit, die Top-Geschwindigkeit 242. Also der Wagen geht gut und er hat ihn offensichtlich unter Kontrolle. Ganz genau, die höchste Top-Geschwindigkeit. Und man muss sagen, für sein erstes Rennen Platz 7 aktuell dabei. Dann müssen wir kurz schauen, hier gibt es nämlich einen Positionenkampf. Und zwar der Nico Höferlin, der möchte nach vorne kommen auf Platz 4. Und hier gibt es auch den Kampf, jetzt beide nebeneinander gegen David Friedhoff. Hier kann er sich noch nicht ganz behaupten. Also liebe Leute, das wird jetzt nochmal ein spannendes Duell, da bin ich jetzt absolut gespannt. David Friedhoff, wir schauen aus dem Heck, hinten dran sehen wir den Nico Höferlin im neonfarbenen Audi mit Couchmaster und SAS Mutterblock aufklebern. Und er versucht sich jetzt dran zu kämpfen, jetzt beide nebeneinander, das nächste ist rechts und Nico Höferlin schafft das schon. Oh, schau dir das mal an. David hält dagegen, aber Nico setzt sich durch und macht den Platz klar. Und er ist aktuell auf Platz 4. Glückwunsch! Ja, ein sehr, sehr sauberes Duell. Also hier nach 45 Minuten haben die Jungs immer noch so viel Kraft. Obwohl doch die Nordschleife eine recht anstrengende und anspruchsvolle Rennstrecke ist. Genau, hier, Vanessa schreibt, ich hasse Blumen und Dina schreibt, Dynamite schreibt, bei uns wachsen Pflanzen und Blumen knusprig. Das, ja, also, ne, ja. Das ist gut, das muss ich mir merken. Vielen Dank, Dynamite, für diese Worte. Die werde ich ab sofort im privaten Bereich auch das ein oder andere Mal anwenden, wenn die Blumen mal etwas knuspriger sind. Ja, auf jeden Fall wachsen die bei uns so, Dynamite, ja. So ist es bei uns zu Hause. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und zwar Philipp Adler mit einer 1:56.420. Nicht die schnellste Rennrunde. Und zwar hat die der Jan-Philipp Nürnberger, der haben wir nochmal hier im Bild, mit einer 1:56.482. Bedeutet das dann, dass die Zeit von Philipp Adler ungültig ist? Dass die nicht gewertet wird? Oder wahrscheinlich schon, ne? Sonst könnte ja hier nicht die schnellste Rennrunde, wird mir so angezeigt. Nein, also die schnellste Rennrunde ist vom Jan-Philipp Nürnberger mit einer 1:55.355. Und mir gar nicht angezeigt. Doch, unten. Wenn du umswitchst auf die Fahrer, dann siehst du das auch unten im unterhalb der Fahrernummer und der Platzierung zum Beispiel. Philipp Adler, beste Rundenzeit mit 1:55.722. Nee, nochmal, also um jetzt nochmal kurz fachlich, kurz abzuschweifen, fachlich, zwischen uns beiden, in meiner Übersicht habe ich normalerweise die schnellste Rennrunde drin, die hat immer gut gepasst, aktuell hat sie sich aber nicht verändert. Naja, also wir sind ja auf dem Bratzeltag gewesen, wie ihr gesehen habt am Anfang, und wir sind hier schnell reingesprungen, Hauptsache wir können euch das Rennen zeigen und verpassen nichts. Schau mal, was die Vanessa da schreibt, also da... Entschuldige, dass ich lache, aber das ist auch sehr, sehr, sehr gut.
Hamster, ist ein Hamster einfacher zu halten als Blumen? Ich dachte, Blumen sind irgendwie einfacher zu halten als ein Hamster. Ich glaube, so ein Hamster, der braucht doch auch irgendwie Futter und Nahrung und so über die Zeit. So, wie soll ich sagen? Oh, 9 und 10, da könnte es das nächste Duell geben. Der Dieter Brecht muss aufpassen, weil der Marvin Schiede hinten dran hängt am Heck und versucht da natürlich vorbeizukommen. Ja, das ist jetzt auch ein Duell der Giganten. Der Schulbus mal wieder gegen den Porsche. Bodensee, oh, was ist denn da los? War das ein Fehler? Da war er schon direkt dran. Nee, fast. Der hat wahrscheinlich etwas früher abgebremst, weil er nicht genau wusste, welche Reaktion kommt. So eine Art Sicherheitsbremsung, bevor es zu einer Kollision kommt. Aber jetzt hier, hautnah. Also muss man wirklich sagen, das ist Fahren auf höchstem Niveau. Absolut. Schau mal, wie dicht die beieinander sind. So, jetzt könnte der Angriff kommen, wenn er genug Schwung mitnimmt auf der Gerade im Windschatten. Könnte Marvin Schiede hier natürlich jetzt am Ende der Gerade dann an ihm vorbeikommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Wagen gehen, aber sie scheinen sehr ausgewogen zu sein. Jetzt am Ende der Gerade, wer ist später auf der Bremse? Klappt's aus dem Windschatten raus? Jetzt kann er außen fahren, weit innen rein, aber es langt noch nicht. Der Dieter Brecht verteidigt sich hier auch richtig gut. Ja, muss man wirklich sagen. Dynamite schreibt, den Hamster hört man ja, der meldet sich, Blumen nicht. Vielleicht kannst du die Blumen nur nicht hören. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich entwickle da mal eine Alarmanlage für abnickende Blumen. Knusprig wachsende Blumen. So, jetzt wird's sehr spannend. Jetzt versucht er nochmal, der Marvin hier anzugreifen. Sind gerade mal 0,3 Sekunden, die wir da hinten dran erleben, hinter Dieter Brecht im ja, Hello Kitty farbenen Wagen. Er unterwegs für Bodensee Racing Group. Aber er hält hier den Marvin Schiede entschlossen zurück. Ei, was ist denn da passiert? Warum ist denn Nico Höferlin auf Platz 8 zurück? Haben wir da was verpasst? Vielleicht seinen Boxenstopp gemacht. Ich war jetzt, bin jetzt auch gerade auf dem Duell ja. Der aktuellen Giganten. Also das ist ja wirklich, da wird mir ja jetzt mal ganz, ganz spitzig. Also hier, schau mal, wie dicht der da dran ist. Jetzt fast schon nebeneinander. Wow. Also auf diesem können, und das ist Vollgas. Und hier jetzt auch nochmal aufpassen. Dieter Brecht lässt sich aber auch nicht beirren, der lässt sich nicht nervös machen. Der denkt, bleib nee. Du mal hinten dran, auch wenn du mir dicht auffährst, kannst du ja machen, aber du musst vorbeikommen. Ja, und das musst du eben schaffen. Guck mal, wie dicht der da dran ist. Also wir schauen aus dem Heck von Dieter Brecht von Bodensee Racing Group und der wird verfolgt von Marvin Schiede. Ich glaube, der Marvin hier hat gerade richtig zu kämpfen. Der beißt sich gerade richtig die Zähne aus, weil man sieht, er will. Er möchte wirklich dran vorbei, versucht ja. alles. Aber der Dieter Brecht lässt heute das abgebrühte Hähnchen raushängen und denkt sich, nö, och du, lass mich mal. Ich bleib da auf meiner Position, die gefällt mir besser. Ganz genau. Also die beiden hier im Duell. Auf Platz 5 gab es auch ein Überholmanöver, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und zwar ist der Mike Dieringer vorbeigegangen am Leon Müller und er ist damit auf Platz 5. Mega gut. Super gut gefahren. Schade, dass wir das Überholmanöver nicht gesehen haben. Natürlich ist jetzt auch Thema Sprit und Reifen, was aktuell wird. Man muss das auch auf dem Bildschirm haben oder beziehungsweise auch die Fahrer. Aber ich würde sagen, das ist ein richtig guter Einstand hier vom Mike Dieringer von Reiter Youngstars. Ich schaue jetzt gerade mal. Der Philipp Adler, der Robin Dietzler, der David Friedhoff, der Leon Müller und ja. der Florian Göldenitz haben alle noch keinen Boxenstopp. Oh, jetzt ist natürlich das Duell ein bisschen abgerissen, weil hier die Überrundung ansteht. Das müsste der Philipp Adler sein. Und er hat natürlich jetzt die beiden ein bisschen auseinandergerissen. Und jetzt ist natürlich der Abstand leider futsch.
Ja, ich bin mal gespannt, wann der Philipp Adler in seine Boxen Einfahrt fährt, um seinen Pflichtjob zu erledigen. Oh, was hast du denn wieder gesagt, Phil? Hier gibt's Rüge im Chat. Das abgebrühte Hühnchen lässt ja, der... Ja. Oh, guck mal, da sind sie wieder dran. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Jetzt steht aber auch nochmal die Überrundung an. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Oh doch. Aber man lässt sich da auch fair... Oh, super gut Platz gemacht vom GT4-Fahrzeug. Kann es jetzt gar nicht genau erkennen, wer es war. Aber es könnte David gewesen sein. Der hochprofessionelle, ja, das müsste er sein, der hier ganz, ganz viel Platz gemacht hat. Also der Wagen, der im Hintergrund war, er fährt natürlich in einer anderen Leistungsklasse. Da muss man das auch nochmal so sehen. Also 6 Minuten 44. Hier sehen wir ein ganz tolles Duell zwischen Dieter Brecht schon seit mehreren Runden und dem Marvin Schiede im Porsche. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Blick wagen rüber zur GT4. Der Jonas Baumann Five Stripes fährt hier mehr oder weniger für sich alleine sein Rennen auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir den Florian Göldnitz von FLRN Racing. Er ja eigentlich auch auf Platz 1, aber da gab es ja eine kleine Kollision ein bisschen. Ja, und aktuell auf dem Podiumskurs ist Thorsten Borchardt von Five Stripes mit dem Chevy. Unheimlich cooles Auto, mir gefällt es ziemlich gut. Ich mag das auch, wenn man neue Autos mal sieht. Also auch sehr schön lackiert, das bin ich mir sicher, dass das Dynamite auch ziemlich gut gefallen wird mit den Farben. Ja, dann haben wir auf dem vierten Platz in der GT4, das ist der Tim Steinbrecher, der wird gerade überrundet von ja, dem Florian Hölz im Ferrari 488 im Red Bull Design. Auf Platz 5 haben wir den Lennart Pfeil SOR Racing und auf Platz 6 ist der David aktuell unterwegs und auf Platz 7 in der GT4 Oliver Martens, aber der steht schon die ganze Zeit an der Box. Also muss es da einen Vorfall gegeben haben. So, Dieter Brecht und Marvin Schiede. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Da gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, da gibt es ein richtig krasses Duell. Jetzt probiert es der Marvin. Oh, guck da mal, der haut die Tür aber zu, der Dieter. Aber es nützt ihm nichts. Es bleibt trotzdem fair. Jetzt müssen wir mal gucken. Er ist wieder im Vorteil. Ich habe irgendwie das Gefühl, die möchten sich nicht überholen, wenn es ein Fehler ist. Ich glaube, die wollen sich... Oh, nein! Nein, 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 nein. Da gibt es die Berührung und guck mal, wieder das mega sportliche, das mega, mega sportliche, die beiden und erwartet. Er müsste es theoretisch nicht, natürlich könnte es im Endeffekt eine Strafe geben von unseren Stewards, er müsste nicht warten, aber der Marvin Schiede hat gewartet und hat den Dieter Brecht wieder fahren lassen, weil es sein Fehler war. Und ich glaube einfach ganz, ganz, ganz cool, einfach hier die Fairness, die man da an den Tag legt, Fehler dürfen passieren. Und man lässt sich ja die Luft und ich würde sagen, das ist glimpflich ausgegangen, es ist nichts passiert. Es ist keiner an ihnen vorbeigefahren und sie sind immer noch im Duell. Also sie möchten immer noch gewinnen. Ja. Jetzt möchte ich hier nochmal bleiben, dann glaube ich auf 4 und 5 müsste es glaube ich auch etwas enger zugehen. Ja. Genau. Ja, der Mike Dieringer, der mit seinem Reiter Engineering, der legt da ganz schön einen flotten Schuh auf den Parkett. Also ja. Hat jetzt nochmal kurz vor Schluss gedacht, komm... Jetzt habe ich mal ein bisschen gespielt, jetzt gebe ich einfach mal Gas und fahre mal nach vorne in Richtung Podium. Freut mich absolut, eine absolute Empfehlung und auch ein schönes Auto, rot, immer eine ganz tolle Farbe. Und ja, also Top Fairness, wie auch hier im Chat geschrieben wird von HQTH, ist es auf jeden Fall. Von daher freue ich mich ganz besonders und jetzt, wenn man auch schaut, einfach, ja, super. Aber natürlich muss man ja mal auf dem Schirm haben, der Robin Dietzler vom Team Kolbenschmiede aktuell auf Platz 2 und auch der Jan Philipp, der Philipp Adler. Zu viele Philipps, zu viele Sonne heute. Der Philipp Adler, Entschuldigung bitte, von Kolbenschmiede und der Robin Dietzler, beide vom Team Kolbenschmiede auf Platz 1 und 2. Ich würde sagen, die haben, was den Boxenstopp angeht, alles richtig gemacht, obwohl hier der Jan Philipp richtig, richtig schnell unterwegs war. So, also... In der Theorie gesehen hat der Philipp Adler einen Vorsprung von 35 Sekunden. Wenn er wirklich nur ein Splash and Dash macht und ganz gut durch die Box kommt, könnten es... Oh, da gibt es das Überholmanöver, ganz kurz, wenn ich sagen darf. Und zwar vom Thorsten Borchardt geht hier auf Platz 2 in der GT4-Klasse. Der Chevy aktuell auf Platz 2 ist gerade eben an Florian Göldnitz vorbeigefahren.
Wir dürfen gespannt sein. Rein theoretisch müsste jetzt Philipp Adler in die Boxeneinfahrt einbiegen, also jetzt in der laufenden Runde. Denn bei einer Minute 55 beginnt ja die letzte Runde. Ja, aber jetzt bin ich immer noch hin und weg zwischen hier dem Dieter Brecht Bodensee Racing im Hello Kitty Design für seine Töchter ausgewählt und hinten dran der Marvin Schiede. Die kämpfen schon seit Runden über Runden und sind absolut fair unterwegs. Ein kleiner Fehler passiert. Der Marvin hat gewartet, dass Dieter wieder weiterfahren kann. Das freut mich immer sehr, 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 wenn ich sehe, wie respektvoll miteinander umgegangen wird. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, die ja auch in der Community so weitergeht. Oh, da sehe ich den Ronny Lab, ist auch am Start. Hallo, schön, dass er mal was reinschreibt. Ja. So, und Philipp Adler ist in der Box. Jetzt ist Philipp Adler in der Box. Also er macht es tatsächlich auf den letzten Drücker. Er macht es auf den letzten Drücker. Fährt jetzt in die Box, quasi, wenn man so will, in der vorletzten oder letzten Runde. Ja, Robin Dietzler ebenfalls in die Box gefahren. Jetzt aufpassen. Wann kommt Jan-Philipp Nürnberger an Philipp Adler vorbei oder kommt er überhaupt vorbei? Jetzt müssen wir mal abwarten. Wir bleiben mal auf der Heli-Perspektive. Oh, der ist aber schnell raus. Wo ist der Jan-Philipp? Der kommt jetzt erst auf Start und Ziel. Nee. Und Philipp Adler ist in der ersten Kurve rum. Somit hat er die Führung. Alter Schwede, dieser Adler mal wieder. Jetzt geht's noch um Platz 2. Schau mal, das ist jetzt der Robin Dietzler. Und jetzt müsste da bald auch... Das wird eine ganz enge Kiste jetzt um den zweiten Platz in der letzten Runde. Also Team Kolbenschmiede hier, Platz 1 und 2, hat in der letzten Runde quasi den Pflichtboxenstopp absolviert. Und Jan-Philipp Nürnberger hat heute ein atemberaubend gutes Rennen gezeigt. Er ist jetzt aktuell auf dem dritten Platz und kommt ganz dicht an den Robin Dietzler dran. Und ich bin mal gespannt, ob die da noch vorbeikommen. Auch super spannend, möchte ich gleich nochmal hinschalten. Immer noch die beiden hier. Jetzt müsste es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, wird es jetzt hier ein Dreierpack? Nee. Doch. Leon Müller. Takoya Team kriegt jetzt Besuch von Dieter Brecht und dem Marvin Schiede. Jetzt der Dieter Brecht geht da nochmal Geist. Also hier, die drei fahren hier nochmal um eine Platzierung in der letzten Runde. Kann es denn noch spannender sein? Marvin Schiede versucht es jetzt innen rein bei Dieter Brecht. Wer wird zurückstecken? Wer hat den Vorteil in der nächsten Kurve? Da schaut ihr das mal an. Beide Fahrzeuge nebeneinander. Lassen sich das nochmal. Dieter Brecht wieder nach vorne. Leon Müller fährt mit dem weißen Porsche vorne und der kriegt da jetzt gleich mächtig Druck von Dieter Brecht. Da muss er ganz stark in die Eisen gehen, dass er dem Leon da nicht reinfährt. Und es müsste jetzt dann auch die letzte Runde sein für die. Jetzt Dieter Brecht probiert es nochmal. Oh, da nochmal die Tür zugemacht von Leon, der sich hier nochmal richtig schwer macht. Jetzt beide nebeneinander. Schau mal, mit Vollkontakt. Zu dritt nebeneinander, da sucht sich der Marvin noch eine Lücke. Wo kann ich mit rein, wo kann ich durch? Und Dieter Brecht schlüpft hier durch. Da macht das nochmal den achten Platz und schiebt den Leon Müller zurück. Und schau dir das an, der Marvin schlüpft auch noch durch. Marvin Schiede rutscht nochmal durch. Schau dir die beiden mal an, auf was für einem Niveau die fahren heute. Alter Schwede, also da muss man wirklich sagen, also, das Dieter ist jetzt nochmal... Oh nein, da gibt's wieder die Berührung und da schiebt er ihn weg. Ah Gott, ist das schade. Schade, schade, schade. Jetzt muss natürlich er auf dem Gas bleiben, weil er natürlich den Platz nicht verlieren will an den Leon Müller. Oh, 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 da gibt es auch nochmal die Berührung. Ist natürlich jetzt, wenn man so lange Rennen gefahren ist, eine Stunde im Cockpit, dann macht sich das natürlich bemerkbar. Und das ist auch die Konzentration. Also diese Sachen, die muss man den Fahrern hier nicht grobwillig unterstützen. Natürlich regt man sich auf, bleibt alle ruhig. Aber es ist natürlich, wenn man so lange jetzt im Cockpit sitzt, bei so einer Temperatur, dann ist es absolut anstrengend und es passieren gegen Ende einfach Fehler. Das ist so. Es ist leider so. Aber wichtig ist, dass man fair bleibt und dort alles macht. Ja, und alles richtig gemacht. Wir werden ihn höchstwahrscheinlich gleich im Siegerinterview haben. Das ist unser Philipp Adler, hier, ist schon, glaube ich, abgewunken, wenn ich es richtig weiß. Oder muss ja noch die erste Runde fahren. Also Glückwunsch hier an den Philipp Adler auf Platz 1 hier vom Team Kolbenschmiede. Das hat er super, super toll gemacht. Hätte ich gerne nochmal gefilmt, wenn sie, oder beziehungsweise wenn sie über Start und Ziel fahren. Und dann ganz toll haben wir hier den Robin Dietzler auf Platz 2. Auf Platz 3 haben wir... Dann ganz toll den Jan Philipp. Also hier ein tolles Podium. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ganz große Klasse. Schau ihn dir an. Hier unser Mike Dieringer, der auch ganz toll gefahren ist.
Dann Florian Hölz auf 5. Jawohl, freut mich, dass er wieder da vorne dabei ist. Nico Höferlin auf Platz 6, ganz sauber gemacht. David Friedhoff hier auf Platz 7, da ist er reingekommen. Leon Müller noch auf dem, ja, 9, auf dem 8. Platz. Dieter Brecht auf 9. Manuel Rindt macht die Top 10 voll. Dieter Brecht auf 9, haben wir ja gesagt. In die Top 10 kommt rein hier der Manuel Rindt. Sehr, sehr toll. Und Marvin Schiede ist schon in die Box reingefahren. Robert Zimmer auch schon in der Box auf Platz 12. Rutger Lindeboom auf Platz 13. Manuel Güntner haben wir auf Platz 14. Der steht auch schon in der Box. Yannick de Witt haben wir auf dem 15. Platz. William O'Connor, hier steht er in der Box, endlich mit der richtigen Lackierung, mit dem Startplatz oder beziehungsweise der Endplatzierung 16. Unser Fahrer aus UK. Unser Fahrer aus der Niederlande, und zwar ist das hier Rick van Assen, fährt auch in die Box auf dem 17. Platz. Und jetzt kommen wir zum Podium der Klasse GT4. Das ist zum einen hier der Jonas Baumann vom Team 5 Stripes. Auf Platz 2 im Chevy ist das der Thorsten Borchardt, ebenfalls vom Team 5 Stripes. Also hier Doppelführung für das Team 5 Stripes. Und kurz aufs Podium nochmal geschafft, der Tim Steinbrecher von SAS Motorblock. Und auf Platz 4 Philipp, oder Lennart Pfeil, Entschuldigung, ich komme immer da drauf. Lennart Pfeil auf 4. Auf Platz 5 haben wir Florian Göldenitz in der GT4. Auf Platz 6 ist der David. Dann Jörn Kick in der Weckt auf Platz 24, aber auch natürlich nochmal höher in der GT3. Und Oliver Martens, leider das Rennen beendet, aber auf dem 25. Platz gewertet. Also Glückwunsch hier auf jeden Fall nochmal für den Erstplatzierten. Das ist der Jan, Entschuldigung, Philipp Adler. Leute, es war heute ein anstrengender Tag in der Sonne. Bitte seht es mir nach. Philipp Adler gewinnt das 8. Rennen der GT3 GT4 Mixed Sprint Series 2022 auf dem Nürburgring. Und wie ihr alle wisst, bleibt bitte noch kurz dran. Wir hören uns jetzt die Stimmen an der ersten drei. Also bitte die ersten drei der GT3. Philipp Adler, Robin Dietzler, Jan-Philipp Nürnberger, bitte in die, ja, Besprecherkabine bitte rein. Und dann nochmal die ersten drei, Jonas Baumann, Thorsten Borchardt und Tim Steinbrecher bei der GT4. Phil, du weißt Bescheid. Du hüpfst mal rüber. Ich weiß Bescheid, genau. Und bis gleich. Bis gleich. So, jetzt haben wir einen kleinen Moment Zeit, bis der Phil dann quasi mit den anderen wieder im Sprachchat ist. In der Zeit möchte ich nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, und zwar wäre ja letzten Freitag am 13.05. das BMC Simca Cup Rennen in Laguna Seca gewesen. Wir haben das mit den Fahrern in Einstimmung nochmal geändert, und zwar fahren wir jetzt am Freitag beim BMC Simca Cup. Wenn ihr möchtet, schaltet ein, es geht um 20 Uhr los. Co-Kommentator oder mein Mitkommentator wird sein der Jörg Benzemann vom BMC, vom Badischen Motorsportclub, ist ja unser Partner bei den Couchmasters, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben und bei dem ich mich auch hier jetzt nochmal bedanken möchte. Und es wäre ganz toll, wenn ihr vielleicht auch nochmal in Instagram vorbeischaut oder in Facebook. Da ist nämlich der BMC vertreten, der Badische Motorsportclub Hockenheim. Und abonniert den fleißig, mitschreiben. Ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass uns der BMC da unterstützt. Dann auch vielen Dank an euch. Aber wie gesagt, bleibt einen Moment dran. Wir kommen gleich in den Meeting-Raum. Ich schaue nochmal, wo alle stecken. Wir haben sie. Ich sehe schon mal, dass einige da sind und können mich ja leider nicht hören. Ich hoffe, dass mich der Phil noch auf dem Handy hören kann. Wir haben heute ein bisschen mal geswitcht. So, also, können wir mal anfangen? Ich hüpfe mal rein. So, Phil, ich bin jetzt im Sprachchat. Man müsste euch ja hören, nur ihr hört mich nicht. Du hörst mich übers Telefon. Ich würde jetzt einfach mal das Wort an dich übergeben. Und ich möchte hier an der Stelle auch wenn wir die Fahrer vielleicht jetzt nicht gleich live hören, nochmal meinen ganz großen Glückwunsch ans ganze Podium aussprechen. Phil, du hast das Wort. Vielen Dank, aber ich höre keinen der Fahrer, komischerweise. Chris, wir hören dich. Okay, ah, super, wenn ihr mich hört. Ich glaube, wir hören den Phil auch gar nicht. Dann machen wir es doch mal so, weil ich höre jetzt den Phil nur ganz leise. Könnte man
einfach nochmal ein kurzes Feedback aus dem Chat haben, ob ihr die Fahrer auch hört. Ansonsten würde ich jetzt einfach gerne mal anfangen mit dem dritten Platz. Das ist der Jan-Philipp Nürnberger, gekämpft wie ein Löwe heute, trotzdem auf dem Podium angekommen. Jan-Philipp, erzähl doch mal, wie war dein Rennen, wie ist es gelaufen, trotzdem noch auf Podium, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, also natürlich bin ich zufrieden. Ich hatte einen richtig guten Start, konnte erstmal schön vorne wegfahren. Dann bin ich Hälfte des Rennens in die Box, weil ich so geplant habe, dass ich dann keinen Sprit mehr habe, nur um nochmal nachzufüllen. Und dann bin ich rausgefahren. Meine Reifen waren ab da, also ab der 30. Minute schon unfahrbar mehr. Ich konnte nicht mehr richtig mit der Pace mithalten, die vorne mitgefahren sind wahrscheinlich. Und deswegen habe ich dann die Zeit verloren. Aber ich bin trotzdem mega happy aufs Podium gekommen zu. Auf jeden Fall. Ich meine, du bist wirklich vom Start super gut weggekommen. Das hat man schon gesehen. Wir haben dir die Daumen gedrückt. Wir haben natürlich gesehen, dass der Philipp Adler und der Robin Dietzler ein bisschen langsamer gemacht haben. Da haben wir schon vermutet, dass da ein Ass im Ärmel noch liegt im Boxenstopp. Aber trotzdem, Podium, du bist super gut gefahren. Glückwunsch hier nochmal auch für dritten Platz für dich. Dankeschön. Ja, dann möchte ich kurz weitermachen. Heimlich und still haben wir gar nicht so oft gesehen, aber eine super gute Leistung. Wieder mal vom Team Kolbenschmiede eSports und auch vom Robin Dietzler. Robin Dietzler, Glückwunsch für deinen zweiten Platz. Erzähl uns mal, wie ist dein Rennen für dich gelaufen? Ja, danke schön. Ja, im Quali habe ich leider wirklich minimal Zeit auf den Jan-Philipp verloren. Gut, ich konnte dann innen starten, hatte dann eigentlich die gute Linie, aber dann habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass der Jan-Philipp und der Jonas leer fahren und Philipp und ich sind vollgefahren und das merkt man halt direkt am Start dann schon. Mhm. Und die sind noch ziemlich direkt gut weggefahren und als sie dann Hälfte des Rennens reingefahren sind, dann haben wir halt schön unsere Pace weitergefahren. Gut, Philipp ist klar schneller, keine Frage, aber ja, als ich dann in der letzten Runde aus der Box kam und habe Jan Philipp in meinem Rückspiegel gesehen, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, war eine knappe Kiste. Also ich hätte auch gedacht, dass er nochmal drankommt, aber du hast ja dann klar den besseren Material oder Sprit nochmal gehabt, bist ja auch gut rausgekommen und hast es ja nochmal sicher gemacht. Aber sehr gut, hat auch Spaß gemacht zuzuschauen und Glückwunsch für den zweiten Platz. Danke. So, ich bin wieder da, ich höre euch sehr alle. Schön. Das ganze Problem... Ich muss mich entschuldigen, lag an meinen Kopfhörern, die haben den Geist aufgegeben. Kein Problem, dann mache ich vielleicht aber trotzdem noch kurz weiter. Genau. Und zwar eine ganz spannende Sache, Philipp Adler, du hast mich ein bisschen, dachte ich schon, ein bisschen geschockt am Anfang, weil du nicht ganz so Gas gegeben hast, aber wir hatten es vermutet, dass die Kür dann am Ende im Boxenstopp liegt und das ganz, ganz toll gemacht. Also überhaupt vom Team Kolbenschmiede, du auch deine Leistung wieder, du wirst wieder gegen Ende super gefahren, es hat absolut Spaß gemacht, auch da zuzuschauen und deswegen Glückwunsch an ersten Platz und jetzt interessiert es uns natürlich auch, wie war das Rennen heute für dich? Ja, Dankeschön erstmal. Beim Start war klar, also der Jan ist halt mit einem halben Tank gefahren, ich hatte halt 106 Liter im Auto, das ist dann halt klar, dass er am Anfang wegfährt. Ja, klar, ja. Ich konnte aber trotz vollem Tank echt noch gut dranbleiben und deswegen war es eigentlich klar, dass das nachher aufgeht. Ja, Gott sei Dank, aber klar, wenn du natürlich, ich sag mal, ich fahre ja noch nicht selbstständig, aber wenn du mitfährst, sagst du, oh, was ist heute los? Aber ich habe ja dann jetzt auch schon, weil ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, gedacht habe, irgendwann, okay, da ist irgendwas im Petto, da kommt noch was. Also hast es ja wieder auch ganz gut gemacht und gegen Ende in der letzten Runde in der Box hatten wir, glaube ich, einen Couchmaster, ist auch noch nicht in der Live-Übertragung, war auch auf jeden Fall sehr spannend, sehr cool. Glückwunsch für den ersten Platz. Dankeschön. Super, also Glückwunsch nochmal ans Podium der Klasse GT3 und jetzt würde ich einfach nochmal das Wort übergeben an den Phil, dass du nochmal die Fahrer aus der GT4 interviewen darfst und da auch nochmal von mir Glückwunsch an die Fahrer in der GT4 Klasse, ganz toll gemacht und Phil, du hast das Wort. Vielen Dank, jetzt läuft auch alles, ich verstehe euch, ihr müsstet auch mich verstehen. Dann kommen wir zum Drittplatzierten, dem Tim Steinbrecher. Heute Mittag noch auf dem Pratzeltag, jetzt hier auf dem Podium der GT3, GT4 Mixed. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch zu Platz 3 und Mann, was ein Rennen. Wie war es denn für dich? Erzähl mal aus deiner Sicht. Servus erstmal. Start war eigentlich ganz gut, bin eigentlich ganz gut weggekommen und konnte direkt innen eigentlich am Lennart vorbeifahren.
und dem, ich glaube, Jonas Baumann. Ja, Baumann, ja. Baumann, wo ist der Chef fahren? Keine Ahnung. Ist links zwei Autos an mir vorbeigefahren und es gab ein bisschen Chaos, aber ich konnte da unbeschadet durchfahren. Und dann habe ich eigentlich meine Pace gefunden und konnte dann leider dem Baumann nicht so ganz folgen. Habe dann gehofft vielleicht, okay, wenn er dann wirklich mit vollem Sprit fährt, dann hat er es verdient. Aber habe halt gehofft, dass er da zur Hälfte den Boxenstopp macht und dann nachfüllt. Aber soweit sollte es dann gar nicht kommen, weil dann, ich weiß nicht, 15 Minuten im Rennen, Kurve 1 hat es dann auf einmal innen bei mir komplett geklingelt. Da ist irgendwas passiert mit dem David Winneck und noch einem GT3-Auto. Und ja, die haben dann bei mir komplett eingeschlagen. Ich hatte dann 35 Sekunden Schaden, musste dann an die Box, weil mein Lenkrad auch schief stand, und habe dann nur noch gehofft, Recovery irgendwie zurückkommen, und konnte dann den Lennart, ich glaube, es waren 11, 12, am Ende konnte ich dann auch den Florian Göldenitz durch seinen Boxenstopp auch noch überholen und dann noch den dritten Platz zu holen und sag mal, die alle Konkurrenten in der Meisterschaft direkt hinter mir zu lassen, war dann am Ende dann noch Glück im Unglück. Wichtige Punkte, ja. Halt, ja. Genau, ja. Wichtige Punkte, die du dir heute gesichert hast mit deinem dritten Platz. Nochmals herzlichen Glückwunsch und jetzt erstmal ein kühles Getränk und Feierabend genießen. So, Thorsten Borchert, Platz 2. Herzlichen Glückwunsch, ein grandioses Rennen, was du heute wieder hier vollführt hast. Und ich möchte dir gar nicht zu viele Worte aus dem Munde klauen. Erzähl uns doch mal aus deiner Sicht, wie war dein Rennen heute? Jo. Thorsten, vielleicht hast du noch dein Mikrofon aus oder hörst gerade nicht? Ich hätte es hören. Jetzt hören wir dich, jetzt hören wir dich, ja. Ja, moin. Hallo, Glückwunsch. Danke, erstmal Glückwunsch an eurem Podium und der GT3-Klasse. Rennen, ja, wenn es Quali war, Erwartung entsprechend, dass ich nicht vorne bei sein kann. Rennen war soweit gut, Gruppe 1 schon einen kleinen Schlag gekriegt außen. Hab dann nur ein GT3 fliegen sehen. In Runde 3, Dunlop-Kurve ist dann passiert. Ich weiß nicht, wieso man als GT3 so extrem krass spät bremsen muss, über hinausschießt und dann als Hintermann auch noch so eng Ruf fährt, dass man noch ein GT4, der auch in die Plätze fährt, der auch einen Kampf fährt, von der Strecke drückt. Also, das war ein Punkt, da habe ich mir gedacht, okay, scheiße gelaufen. Drin eine Box. Und dann habe ich ja die Strategie vollzogen, die Underdog-Strategie mit dem meiner Meinung nach doch unterlegenen Auto. 2 Liter nachgetankt und dann das Rennen durchgezogen mit einem Satz Reifen. Und zum Glück und Unglück hat es dann auch noch Tim getroffen und nach den anderen, glaube ich, Jonas konnte schön vorne wegfahren. Paar Überrundungen sind, wie gesagt, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob man da noch einen etwas kühleren Kopf behalten sollte, aber kommt wahrscheinlich auch mit dem Rennen. Im Endeffekt war es ein gutes Rennen von P5, glaube ich, auf P2. Und vielen Kollegen auch, P1, P2, P7. Perfekt im Endresultat. Und er lässt sich entschuldigen, da er gerade schon anderweitig wieder beschäftigt ist. Okay, alles klar. Danke. So, dann vielen Dank für das Interview auch an dich. Und Jan Baumann, leider jetzt hier nicht dabei, aber digitalerweise dir auch nochmal herzlichen Glückwunsch für den Stream. Natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Deine Worte, Chris. Jan Baumann, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg in der GT4-Klasse. Und was bleibt mir dann noch zu sagen, außer wieder vielen, vielen Dank, dass ich an deiner Seite sein durfte, Chris. Trotz technischer Probleme, wie sich jetzt herausgestellt hat, durch meine Kopfhörer, aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Und auch danke an die ganze Community, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart und den Chat habt aufglühen lassen. Voller Vorfreude geht es jetzt für mich dann auch wieder bald in die Waagerechte und auf
Vorbereitungen für morgen. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend, gute Nacht. Bis morgen am Adrenalin-Montag. Ich bin euer Phil und bis dahin, ciao. Ja, schönen Abend, Phil. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Und auch vielen Dank an euch da draußen, an die vielen Zuschauer, an die Fahrer, die heute wieder super Motorsport geliefert haben hier bei den Couchmasters beim 8. Rennen auf dem Nürburgring. Und wie ihr alle wisst, wir starten morgen wieder um 20 Uhr mit unserer Serie auf PlayStation. Also auch da bitte wieder einschalten und mit dabei sein. Und wenn ihr wollt, dann nächsten Freitag am 20.05. dem BMC Simca Cup im Nesca-Bereich, wo der Phil dann auch selber am Steuer sitzt und Tim auch. Und natürlich hier auch mein Co-Moderator, der Jörg Bensemann vom BMC Hockenheim. Auch eine ganz, ganz spannende Sache. Also schaltet ein am Freitag um 20 Uhr am 20.05. Und dann geht es wieder normal weiter am Sonntag 20 Uhr und Montag 20 Uhr. Also volles Motorsportprogramm Wochenende, nächstes Wochenende bei den Couchmasters. Ich möchte es auch nicht so lang machen. Wir müssen morgen alle raus. Schaut nochmal vorbei auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr das noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne unterstützen, indem ihr ein Abo dalasst. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann morgen um 20 Uhr bei der PlayStation wieder. Macht's gut, einen schönen Abend. Ich bin euer Chris und haut rein. Schönes Wetter noch. Bis dann. Macht's gut. Thank you.